Wunderbar, dass ihr da seid. Und ich kann ja gleich mal bei euch bestellen. Und zwar für mich Überraschung, Cuba Libre. Und für meinen ersten Gast hätte ich gerne ein Alsterwasser. Das ist schön. Und der steht nämlich schon draußen. Ich wandere durch. Und es ist einer der absoluten Sportstars Hamburg. Das ist unser Hockeystar Moritz Fürste. Schönen guten Abend. Hi. Schön. Und du hast, ich komme mal hier, sitzt hier rum. Und du hast eine Sonnenbrille und ich nicht. Und ich habe da etwas vorbereitet. Ich nehme dieses Modell. Zumindest für die Minute, die ich hier bin. Schön, dass du da bist. Kennst du dich auf St. Pauli aus? Gehst du hier aus? Ja, ich kenne mich hier so ein bisschen aus, ja. Wie kommt das? Ich bin hier aufgewachsen, geboren und ich glaube sogar mein erster Ausgehabend irgendwie mit 14 oder 15 war so, ich sag mal, im erweiterten Kreis so diese Ecke. Durftest du mit 14 schon ausgehen? Nein. Achso, okay, also es war de facto 16. Peter und ich haben an dir zwei Tattoos entdeckt. Wurden die auf St. Pauli gestochen? Eins davon wurde sogar auf St. Pauli gestochen, aber ihr habt nicht alle gesehen. Oh echt? Erzähl. Also wir haben gesehen, die olympischen Ringe, die sind am Bein, ne? Ja, das ist richtig. Und die Rückennummer 21, die ist glaube ich hier. Darf ich das verraten? Ja, du bist ja auch immer zu sehen. So weit darfst du das alles verraten, ja. Gut, den Rest verrätst du. Nee, den Rest verrate ich tatsächlich nicht. Okay, ein Geheimnis, wie schön. Ja, ich muss ein paar Titel aufzählen, weil ich das einfach zu beeindruckend finde und ich musste sie mir aufschreiben. Denn du bist zweimaliger Olympiasieger mit der Nationalmannschaft, einmal Olympiabronze, mehrfacher Europameister, mehrfacher Weltmeister. Mit den Vereinen in Indien, Sieger Hockey India League, mit Uhlenhorster HC dreimal Euro Hockey League, Welthockeyspieler bist du gewesen, zweimal wertvollster Spieler der Euro-Hockey League. Das könnte jetzt so weitergehen. Ich finde das unfassbar beeindruckend. Finden wahrscheinlich an. Oh, danke schön. Das ist ja toll. Echt günstige Unterbrechung. Ja. Prost. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, also ich trinke und du antwortest. Wann hast du gemerkt, dass diese Karriere so richtig fett wird? Dass es richtig losgeht? Ehrlicherweise sehr spät. Ich habe mich nie so, das klingt blöd, aber es ist tatsächlich so, ich habe mich nie so richtig für Profisport und Sport auf dem Level interessiert, eigentlich bis ich 20 war und habe erst auch mit 21 zum ersten Mal so bei der Nationalmannschaft reingeschnuppert. Dann ging das zugegebenermaßen relativ schnell. In dem gleichen Jahr sind wir noch Weltmeister geworden, 2006. Aber ich hatte das auch nie so, also es war nie ein erklärtes Ziel in meiner Kindheit oder Jugend. Und fairerweise gesagt, das ist ja auch ein Teamprozess bei uns insbesondere und steckt sich da wenig eigene Ziele, sondern man greift mit der Mannschaft alles an, was so geht und bespricht sich und setzt sich dann die Ziele kurzfristig und langfristig und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das so, wie du es gerade vorgelesen hast, funktioniert hat, aber da bin ich natürlich nur ein Puzzlestück von sehr vielen wichtigen Teilen. Sehr schön bescheiden geschlossen. Lass uns mal eine Runde reingehen, dann ist es vielleicht ein bisschen leiser und wir können, Leute, wir gehen mal hier an die Bar. Und dürfen wir jemanden, Herr Delling steht auch nebenan, mag sein, dass wir den später noch sprechen werden. Was knacke aktuell ist, ist die Hockey India League und du warst diesen Januar und Februar auch wieder, ich setze die Brille auch ab, da und das ist echt eine spannende Geschichte und zwar wird man dort als Spieler ersteigert. Und wie ist das abgelaufen? Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Liga so zusammengesetzt ist, dass am Anfang der Saison alle Teams, das sind 7, das gleiche Budget zur Verfügung gestellt bekommen und alle anderen Spieler, also alle Spieler, die teilnehmen wollen, sich dort anmelden können. Und was dann konkret passiert ist, dass wie auf dem Bazar eigentlich, die 7 Club-Owner, so nennt sich das dann, da an einem Tisch sitzen und dann werden nacheinander diese 350, teilweise 400 Spieler, die da gern teilnehmen wollen, aufgerufen und dann läuft das mit Melden in tausender Schritten, werden dann da die Spieler versteigert. Es ist wirklich wie auf dem Bazar, im Kuhhandel. Das Witzige daran ist, dass
das, wofür man ersteigert wird, oder das, was geboten wird, ist dann nachher das Gehalt, was man verdient. Weswegen man dann so vorm Livestream sitzt und im Grunde genommen die ganze Zeit nur schreit, melden, weiter melden. Aber man hat natürlich nicht so viel Einfluss. Aber es ist schon lustig, wie man dann auf einmal einem turbantragenden Inder die Daumen drückt, dass er die Platte nochmal hochhebt. Und das ist, ich muss fairerweise sagen, es klingt immer so bekloppt und witzig, aber ich finde es eine sehr, sehr faire Art und Weise, eine Liga zusammenzustellen, die sich in der Form kurzfristig aufstellt. Weil es gibt eben nicht den einen, der mehr Geld hat und den anderen, der weniger Geld hat und dadurch dann die eine Mannschaft, die wahnsinnig viel besser ist, weil sie einfach die besseren Spieler sich leisten kann, sondern es hat jeder das gleiche Budget. Und wenn man sowas eben implementiert und versucht, kurzfristig aufzuziehen, dann finde ich das eine sehr faire Art und Weise. Was hat dein erstes Jahr gebracht? Bitte? Was hat dein erstes Jahr gebracht? Das erste Jahr hat damals, das sind auch öffentlich bekannte Zahlen, für uns eine verhältnismäßig unsagbare Summe von gut 80.000 Dollar gebracht. Das ist für Hockey-Verhältnisse absolut überragend. Also habe ich mich sehr gefreut. Ja, zumal dass ja vielleicht Fußballspieler am Tag verdienen, aber mit Sicherheit nicht Hockeyspieler, nehme ich mal an. Reden wir noch drüber. Wie kann ich mir denn das Leben in Indien vorstellen jetzt? Das sind ja 6 Wochen inklusive Training. Kriegst du da viel vom Land mit? Ja, es geht schon. Also es ist so ein Mix aus, ich sag mal, Profi-Dasein, wie man das vielleicht aus anderen Sportarten kennt, mit 5-Sterne-Hotel und so weiter. Aber dadurch, dass wir da oder ich da 8 Wochen am Stück bin, ist es auch ein sehr intensiver Kontakt, vor allen Dingen zu den Indern, mit denen ich in einer Mannschaft spiele. Und da habe ich Erfahrungen gesammelt, die möchte ich nicht mehr missen. Ich wurde im ersten Jahr von einem 17-jährigen Spieler, wo ich dazu sagen muss, man trifft die halt am ersten Tag und die Nationalspieler, die indischen, die kennt man, aber die anderen Spieler, die kennt man nicht und die begegnen einem gerade so ein 17-jähriger Junge, der in Nordindien aufgewachsen ist, der begegnet, guckt einen dann erstmal mit großen Augen an, traut sich gar nichts zu sagen und man muss ihm erstmal vermitteln, hey, wir sind eine Mannschaft und das macht auch, komm jetzt hier, was hast du, worauf hast du Bock zu frühstücken? Und dann dreht er sich um und geht weg und hat mich wahrscheinlich gar nicht verstanden, weil Englisch sprechen die auch nicht alle so gut. Aber der hat mich zum Beispiel zu sich nach Hause eingeladen im ersten Jahr und das war eine unfassbare Erfahrung. Das hat mir ganz, ganz viel gegeben zu sehen. Ich bin dort in ein Haus gekommen in der Punjab-Region im Norden. 4 Zimmer, lebten 12 Leute. Die Oma wohnte im Wohnzimmer, hatte die ihr Bett und die haben überhaupt kein Geld. Und als wir ankamen, hat jeder von uns Vieren, es war auch ein Journalist hier aus Hamburg dabei, hat von der Oma erstmal 500 Rupien in die Hand gedrückt bekommen. Das ist halt so, 500 Rupien ist jetzt keine Welt, aber es ist verhältnismäßig für sie, mal 2000 Rupien da rauszuhauen, unglaublich. Und es ist ein Zeichen des Respekts einfach und das ist die Gastfreundschaft soll damit ausgedrückt werden. Ich habe sie ihm nachher natürlich, ich glaube, doppelt wiedergegeben, damit er sie seiner Oma wieder zurückgeben kann. Aber in erster Instanz das sind so Kleinigkeiten. Das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie blöd und abstrakt, aber da sind so ganz viele Kleinigkeiten, die sich summieren und was es einfach zum unglaublichen Erlebnis macht. Ich finde, es klingt ganz toll und Indien ist ja Hockey verrückt. Also ich glaube, in deinem ersten Jahr waren 10.000 Leute pro Heimspiel. Davon träumen wir hier, würde ich mal sagen, oder träumt ihr Hockeyspieler hier? Und 23 Millionen, glaube ich, haben das Finale geguckt, denn es ist so, dass zuerst die 7 Mannschaften was ausspielen und dann Finalrunde ist, sozusagen. Wie wird man dann in der kurzen Zeit überhaupt ein Team? Also kommt da Teamgeist auf in 6 Wochen? Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist auch was mich persönlich, aber auch nicht nur durch den Sport, auch privat ehrlicherweise sehr beschäftigt. Teamprozesse finde ich grundsätzlich total spannend, weil sie auch unabhängig vom Mannschaft oder vom Sport zu betrachten sind. Und da in so kurzer Zeit, wie sich da dann ein hierarchisches System aufbaut, wie man schnell merkt, wer sind Führungsspieler, wer füllt welche Rolle aus, wer ist vielleicht so ein bisschen der Clown, wer sind die, die das in die Hand nehmen. Und das muss man alles in ganz, ganz kurzer Zeit machen. Und um dann am Ende, so nach 7, 8 Wochen, halt von der Leistung her zu peaken, also dann wirklich die Top-Leistung zum richtigen Moment abrufen zu können. Und das ist ein total spannender Prozess und es war auch immer anders. Es war, mal musste man die Inder reinnehmen, weil das waren sehr schon erwachsenere Inder, die sich vom System her gar nicht hätten hinten anstellen können hinter einem europäischen Spieler, weil da hätten sie ihr Gesicht vor den Indern verloren. Das sind alles so Sachen, so zwischenmenschliche Themen, die man da lernt und ja, echt super spannend. Ich habe eben schon gesagt, du würdest hier davon träumen, 10.000 Zuschauer zu haben. Irgendwie findet Hockey eher so alle 4 Jahre in Deutschland statt, wenn man es mal richtig krass sagt. Kannst du dir vorstellen, was man dagegen machen könnte? Gibt es irgendwelche Maßnahmen? Wie bringen wir Hockey mehr in die Öffentlichkeit? Denn es ist ja ein super spannender und total ästhetischer Sport. Also es macht ja Spaß zuzuschauen. Ja, das kannst du Gerhard Delling ja gleich nochmal fragen. Werde ich. Was dem so einfällt dazu.
Keine Schärfe hier reinbringen, ruft er von da hinten. Wie machen wir das mit dem Hockey? Ja, also ehrlicherweise würde ich da gerne so darauf antworten, dass ich da gar nicht den Hockeysport an sich alleine in den Vordergrund drücken würde, sondern es geht ja für mich persönlich mehr darum, dass wir schon, glaube ich, zugegebenermaßen eine relativ extreme Monosportkultur in Deutschland haben. Das finde ich nicht so gut. Ich bin Fußballfan, aber es ist schon eine Sache, die ich echt als schwierig betrachte. Und ich glaube, die Frage ist einfach deshalb schwer zu beantworten, weil wenn das so einfach wäre, dann hätten das, glaube ich, schon ganz viele Sportarten versucht, den Dreh zu finden. Und ich glaube, es hat vor allen Dingen was mit dem Angebot zu tun. Es gibt einfach zu wenig, das ist meine persönliche Meinung dazu gesagt, es gibt zu wenig Angebot an anderen Sportarten in den Medien, im TV, auf die sämtlichen Plattformen letztendlich, wo man es einfach konsumieren kann. Weil ich glaube, jetzt hast du gerade Hockey so nett beschrieben, aber es gibt eben wahnsinnig viele Sportarten, die wahnsinnig attraktiv, ästhetisch und gut anzugucken sind. Nur die Masse, wenn sie kann davon keinen Wind bekommen, weil man sie eben nirgendwo sieht. Oder wie du sagst, alle 4 Jahre nur bei Olympischen Spielen. Und das finde ich super schade. Und wenn es da einen Trigger gibt, wie man den Sportarten mehr Plattform bieten kann, dann glaube ich, würde sich diese Monopolstellung vielleicht auch ein bisschen umdrehen. Zumal ich die auch für sehr gefährlich halte für den Fußball. Ja, das darf sehr gerne applaudiert werden. Und wir werden das bestimmt später noch weiterführen. Aber jetzt sind wir mal bei alle 4 Jahre. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Olympiasieger 2008 und 12 und nochmal hinterhergeschossen die Bronzemedaille 2016. Wie ist es jetzt im olympischen Dorf? Wie ist das da zu leben, die paar Wochen? Wie stelle ich mir das vor? Weil alle Sportler davon wahnsinnig schwärmen, die mal da waren. Ja, ich hätte es ja gerne den Hamburgern vor Ort gezeigt, aber der Traum ist ja leider geplatzt. Ehrlicherweise ist es wirklich, guck mal, ich kriege Gänsehaut, es ist wirklich nicht so leicht zu beschreiben, weil das, was alle Sportler sagen, das ist, oder versuchen zu beschreiben, das ist eben genau dieses Gefühl, was eben einfach unbeschreiblich ist. Es ist wirklich ein magischer Ort, es ist enthusiastisch, sehr, sehr extrem in alle Richtungen von den Gefühlen und es herrscht ein wahnsinniger Respekt. Man läuft einfach durch, man muss sich vorstellen, man hat eine Nachbarschaft, in der jeder aus einem sehr bestimmten Grund dort ist, weil er es nämlich sich dafür qualifiziert hat und dass man weiß, was das für eine unglaubliche Leistung ist, überhaupt da zu sein. Und deswegen begegnet man Menschen und guckt die an und überlegt, was könnte das für eine Sportart sein, und dann findet man es raus und dann weiß man, oh Wahnsinn, der, weißt du noch damals, die Amis hier im Schwimmen und so weiter. Und es sind einfach unglaubliche Erlebnisse auch oder Begegnungen, die man hat von 2008, habe ich sehr, sehr oft schon erzählt, aber noch nicht in dem Rahmen. 2008 hat Usain Bolt morgens an seinem Finaltag gefrühstückt um 11, 20 Chicken McNuggets. Und wir konnten es nicht glauben, im Dorf. Wir konnten es nicht glauben. Und wir haben da so gesessen und uns das angeguckt und haben danach zu unserem Ernährungsberater gesagt, wir müssen ein ernstes Wörtchen reden. Aber also es sind halt so Begegnungen. Oder ich habe eine Lieblingsgeschichte, da saß ich beim Frühstück im Olympischen Dorf und mir gegenüber saß eine Amerikanerin mit ihrem Trainer, offensichtlich Trainer. Die unterhielten sich und es ging um den letzten Wettkampf und die haben die ganze Zeit so, ja, und sie nickte immer nur und aß ihr Müsli und ich saß gegenüber und irgendwann sagte sie, sie holt sich nochmal was. Und dann habe ich gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, nehmt es mir nicht übel, aber was macht sie? Und dann sagt der sie ist Schwimmerin. Ich so, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, sorry. Und der letzte Wettkampf war nichts und wie läuft es weiter? Nee, es war der letzte Wettkampf, ja, und sie ist Vierte geworden, ganz knapp gescheitert. Ich so, es tut mir mega leid. Sonst aber, ja, und so, ja, aber macht nichts, sie hat 2x Gold und 2x Silber. Das war ihr 5. Wettkampf, sie hatte 2x Gold, 2x Silber und sie kam wieder, holt mit dem Frühstück und ich so, hi, super. Aber das nimmt einen dann auch keiner übel, weil man muss jetzt nicht jeden der 11.000 Sportler im Olympischen Dorf kennen und gerade die, die dann viel mit Schwimmmütze rumrennen und sonst halb nackt, so hätte ich sie auch nicht erkannt, aber vom Prinzip her ist es eben sehr schwierig, da alle zu kennen. Und aber das sind irgendwie magische Momente und tolle Erlebnisse und die vergisst man nicht. Dann wirst du gleich vermutlich wieder Gänsehaut bekommen. Du bist übrigens der 2. Olympiasieger, dem ich begegne. Ich bin Rolf Danneberg begegnet, Diskus 1984. Manche erinnern sich, du dich natürlich nicht. Der war mein Schwimmlehrer am Matthias-Claudius-Gymnasium, aber ich glaube, den habe ich das nicht so dezidiert gefragt. Wie genau ist der Moment, auf dieses Treppchen zu gehen? Weil ich davon immer geträumt habe, ich war nie besonders sportlich, aber ich wollte immer, ich habe es ja schon erzählt, Whitney Houston dazu hören, One Moment in Time, statt Nationalhymne, egal. Aber du steigst auf dieses Podest, es wird die Nationalhymne gespielt, ihr habt als Team gewonnen. Wie fühlt es sich an? Kannst du es beschreiben? ja, nee. Es ist, ja,
es ist eben einfach, man muss sich das so, du hast eben richtig gesagt, alle 4 Jahre ist Hockey im Fokus. Und man arbeitet im Grunde genommen 3 Jahre konkret nur auf dieses Ziel hin. Erst geht es um den Qualifikationsprozess, dann möchte man in die Mannschaft kommen, dann qualifiziert man sich für die Mannschaft. Dann weiß man, man ist dabei, dann fährt man dahin, dann ist dieser unglaubliche Druck da. Gerade bei uns, ehrlicherweise, weil die bunte Presse uns immer sehr zum Favoriten bei Olympia erkoren hat und Medaillenhoffnung. Und dann kriegt man das ja auch um die Ohren gehauen, wenn das nicht klappt. Und dann diese Anspannung und dann vor allen Dingen bei uns ist es so extrem, wir spielen 5 Spiele Vorrunde, dann qualifizieren wir uns fürs Halbfinale oder haben wir uns glücklicherweise fürs Halbfinale qualifiziert. Und dann diese K.O.-Spiele, wo man weiß, Halbfinale ist so ein Spiel. Man weiß, wenn man gewinnt, hat man eine olympische Medaille. Das ist so unbeschreiblich, dieser Moment, als das Spiel abgepfiffen wurde, 2-8. Das Halbfinale haben wir im 7-Meter-Schießen gegen Holland, zum Glück Holland, gewonnen. Und dieser Moment dann zu wissen, ich weiß noch, wie ich nach vorne gesprintet bin und ich wusste, ich habe jetzt eine olympische Medaille sicher, die bleibt mein Leben lang. Und das Finale ist dann irgendwie nur noch Trance, muss ich ehrlich sagen, die beiden Male, wo ich sie zumindest spielen durfte. Und der Abpfiff ist ein Release, ein Druck-Release. Erleichterung. Danke. Moment, den kann ich wirklich nicht beschreiben. Das ist unglaublich. Da fällt alles ab. Auf einmal, man denkt, dass alles, wofür man jetzt einfach 3 Jahre mit ungefähr 25 Trainingsstunden die Woche, mit 9 Einheiten die Woche, die letzten 2 Jahre vor Olympia trainiert hat, für ehrlicherweise an der Stelle mal gesagt, wir haben jetzt über Indien gesprochen, das war ein toller Gewinn, toller Verdienst für mich, aber ansonsten eigentlich für fast maximal eine Aufwandsentschädigung, was keine Rolle spielt, weil sonst würden wir es alle nicht machen, aber es ist trotzdem dann ein unglaubliches Gefühl, diese Erleichterung dann zu haben und das genießen zu können und da dann mit der Mannschaft auf einmal mit 17 anderen zusammenzustehen. Ja, werde ich wahrscheinlich noch häufig erzählen, die Geschichte am Lagerfeuer irgendwann mal, weil das, ja, das vergisst man einfach nicht, das ist unbeschreiblich. Es löst auch Gänsehaut bei den Zuschauern aus. Du bist natürlich noch in der Bundesliga, aber hast aufgehört mit nicht mal 32 in der Nationalliga zu spielen. Du hast uns auch erzählt, ja, 100 Tage im Jahr ist man eigentlich damit beschäftigt. Und vor allem kann man sich ja auf lange Sicht nicht richtig finanzieren, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Fußballern. Ich möchte jetzt gerne aber noch mal zum Abschluss sagen, du hast ganz nebenbei dann noch dich komplett ausgebildet. Also ein duales Studium, ich muss es ablesen, zum Kaufmann in der Marketingkommunikation, Bachelor in Medienmanagement, Master in Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management. Ganz kurz nur, wie schaffst du sowas nebenbei? Hast du irgendwie ein gutes Zeitmanagement oder fliegt dir das alles zu? Ja, nee, es fliegt mir alles einfach so zu. Gut, danke. Tschüss, das war Moritz Fürste. ja, nee, es ist tatsächlich so, dass es eine der Sachen ist, die ich als Amateursportler mit Profianspruch sehr früh lernen durfte, das ist dieses Zeitmanagement. Und ich habe das ja auch schon mal erzählt. Man muss einfach bei dualem Studium oder allgemein, wenn ich Ausbildung, Sport und dann im dualen Studium den Beruf hatte, wenn man alles versucht auf 33% zu fahren, dann wird man keiner der Sachen gerecht. Und ich musste sehr, sehr früh lernen zu sagen, wann gebe ich Richtung 100% für einen Sport, um eben auch eine Mannschaft überhaupt erstmal zu schaffen, mich zu qualifizieren. Und wann nehme ich da aber auch raus und fokussiere mich so, dass ich zumindest mal die Klausurenphasen bestehe. Und ja, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Ich habe am Anfang auch da Dreck gefressen und gelernt, aber das gehört dazu und irgendwann dann so den Drive für mich rausgekriegt und dann kommt irgendwann nochmal der private Familienteil dazu, der dann auch irgendwie so 1-2% zumindest nochmal gerne hätte, aber das ist dann ein anderes und auch schwieriges Thema. Nee, aber dieses Priorisieren und dieses wirklich sich fokussieren in den richtigen Momenten, das ist, glaube ich, da bin ich sehr dankbar für, weil das durfte ich verhältnismäßig früh lernen. Anfang 20 ist, glaube ich, früh für so eine Erfahrung und sich da wirklich intensiv auch schon mit zu beschäftigen, während vielleicht viele noch im normalen Studentenleben hängen, musste ich. Es blieb nicht an mir nichts anderes übrig, sonst hätte ich weder es geschafft, in die Nationalmannschaft zu kommen, noch mein Studium zu beenden. Und wir sind froh alle, dass du dich jetzt durchbringen kannst. Soweit erstmal, Moritz, wir sprechen uns gleich noch und wir geben erstmal ab zur Bühne. Jawohl. Und da gibt es Musik, das ist das Horse with No Name Orchestra. Bis gleich. Mit seinem Sieg in der ersten Staffel der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar hat er ja Fernsehgeschichte geschrieben. Das ist allerdings jetzt schon 14 Jahre her, über 14 Jahre. Im Gegensatz zu manchen seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern und Teilen der Jury hat er sich aber kontinuierlich weiterentwickelt. Herzlich willkommen bei TalkDot, Alexander Klaff. Dankeschön. Das ist ja...
Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, ja. Ich muss es, es ist ja, das Stammpublikum weiß es, die Stammzuschauerschaft. Ich gucke wahnsinnig gerne in Horoskope. Oha. Und du bist am 3. September geboren und ich am 12. September. Das heißt, wir haben das Glück, Jungfrauen zu sein. Die Welt hat das Glück, dass uns wir beide als Jungfrauen zu haben. Ja. Ann-Sophie hat damals hier gesagt, und wir werden es das ganze Leben lang bleiben. Ja, habe ich auch vor. Muss man drüber nachdenken. Die Jungfrau ist zuverlässig, sagt man. Ist das bei dir so? Sagt man, ja. Also ich. Na, du bist hier, das ist ja schon mal schön. Ja, ich bin schon mal durch den Stau, habe ich mich gewühlt. Ja, es kommt ja nochmal, das hast du vergessen zu sagen, es kommt auf den Aszendenten nochmal an. Ich dachte erst im Alter, also bei mir. Ja, nee. Auch mit der Ordnung ist es so eine Sache. Ich meine, man sagt ja auch, Jungfrauen sind ordentlich, aber Ordnung ist ja auch immer so Ansichtssache, ne? Also ich finde meine Sachen in meinem Chaos auch wieder. Aber wie das dann für andere aussieht, das ist ja immer bist der Punkt. Du denn, kontrollierst du denn andere? Weil das sagt man eben der Jungfrau auch nach, dass sie so Kontrolletti-mäßig sind. Ja, ich habe schon, es gibt ja dieses böse Wort oder diesen bösen Begriff Kontrollfreak oder so. Also ich bin schon teilweise ein Kontrollfreak, weil ich einfach auch unfassbar perfektionistisch bin in dem, was ich mache, auf der Bühne, neben dir der Bühne. Dir selbst gegenüber, aber den anderen auch. Also... Ja, ich habe schon so meinen Drang dazu, dass ich irgendwie auch meine Ordnung brauche, so, wenn ich jetzt nach Hause komme und wenn ich jetzt zum Beispiel 8-9 Stunden geprobt habe, geübt habe für irgendwas und dann ist irgendwie Chaos oder wie auch immer, dann kann ich mich auch nicht so ganz entspannen. So, und ich glaube, da ist aber auch jeder anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Sternzeichen liegt oder an mir. Keine Ahnung. Also ich habe schon auf jeden Fall meinen Drang und ich muss irgendwo auch so meine Sachen irgendwie schon ein Stück weit kontrollieren, weil sonst... Ja, oder ich muss jetzt zum Beispiel am Tag oder am Abend zuvor schon wissen, okay, wie mache ich es morgen, was mache ich morgen? Ich habe Proben, dann haben wir das und das Bild, dann muss ich das vorbereiten, ansonsten also kleiner Zwingler. Kann ich nicht entspannt in die Proben gehen. Zwänglerisch? Was Zwänglerisch? Wär? Also das klingt nach, also zwänglerisch? Das nee, also so schlimm nicht, so schlimm aber nicht. Es hat schon so gewisse Züge, glaube ich. Ich frage mal deine Lebensgefährtin. Ja gut, dass sie heute nicht da ist. Ja, genau. Übrigens, die Jungfrau sagt, man kann auch gut mit Geld umgehen. Jetzt bist du ja auch in Westfalen geboren, in Aalen geboren und in Sendenhorst, stimmt das? Ja, Sendenhorst, sehr gut. Sendenhorst, wunderbar, muss man nochmal nachlesen, so oft sagt man diesen Namen nicht, Sendenhorst, ja. Im Westfälischen bei Münster. Aha. Den Westfalen sagt man nach, dass sie sehr gut, also sehr, sehr gut, sagen wir mal, geizig mit Geld umgehen können. Wie sieht's denn bei dir aus? Gott, du stellst hier Fragen, du. Wahnsinn. Also wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem Boden geblieben, sagt man. Das ist auch so. Also ich weiß sehr zu schätzen, wo ich herkomme. Mit Geld umgehen. Ja, ich glaube, das Erste, was ich mir gekauft habe damals vor 15 oder 14 Jahren, war der größte Koffer, den es bei Karstadt gab. Und das ist auch eher so bodenständig gedacht. So, aber ich sag mal so, ich hatte damals nicht viel Geld vor dieser ganzen Zeit und von daher konnte ich auch kein Geld ausgeben und das habe ich dann einfach so weitergemacht, weil ich war nicht gewohnt, Geld zu haben und war aber auch immer sehr gewissenhaft mit dem, was ich habe. Also ich war jetzt nie einer, der irgendwie mit Geld um sich schmeißt oder groß rumprotzt oder so. Nö. Du hast mit 10 Jahren das erste Mal das Licht der Fernsehwelt erblickt. Da warst du tatsächlich Teil der Mini-Playback-Show mit Mareike Amado. Genau. Und das hat mich irgendwie früh auf die Bühne. Da kommt Applaus auf oder was? Das kennt doch jemand. Ja, das ist ja unser Zielpublikum hier. Und ist das richtig, dass du Hathaway gesungen hast? Hathaway mit What is Love. Und den habe ich sogar... Oh, what is love? Baby, don't hurt me. Aber den habe ich dann, muss ich sagen, den habe ich irgendwann dann kennengelernt. Den Hathaway. Ja. Und das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Dann war ich nicht mehr so großer Fan. So. Das lassen wir einfach mal im Raum stehen. Das war Mini-Playback-Show RTL. Ja. Das heißt aber, genau. Die haben dich anscheinend RTL nicht so versaut, dass du nicht später nochmal hingegangen bist. Wie war, hast du überhaupt noch Erinnerungen? Da wurde man ja so angepappt und haben sie dir bei Hathaway noch was ins Gesicht geschmiert? Oder was? Ja, natürlich. Die volle Montur mit Make-up und mit Haare. Ja, einfach nach hinten gegelt und so. Ja, das war schon voll auf die Mütze und das war natürlich auch für mich damals so ein bisschen der springende Punkt, dass ich gesagt habe, das möchte ich irgendwie mal machen, vielleicht irgendwann mal selber singen, ich meine, damals hat mir nur so getan, als ob, aber so diese ganze Atmosphäre auf der Bühne mal aufzusaugen, Leute klatschen, weil man irgendwas auf einer Bühne darbietet, das hat mich schon sehr früh in den Bann gezogen, muss ich sagen. Was für eine Überleitung zum Jahr 2003. Oh ja. 10 Jahre dazwischen, es war 1993. Ja, ja.
Genau, 10 Jahre dazwischen. Ja. Deutschland sucht den Superstar, den ersten, und Alexander Klavs hat gewonnen. Ja. Und gibt ja so Momente der Fernsehgeschichte, an die erinnert man sich. Hm. Bei der Verkündung, Julia Choppmann, mit der du im Finale gestanden hast, ja. Reißt die Arme hoch und du gehst verzweifelt, freudig erregt, runter auf die Knie. Hätte man keinen Ton dabei gehabt, sähe das aus, hätte ich verloren. Ne? Das haben damals ja, mir viele Leute genau, gesagt. Also sie hat sich wahnsinnig für dich gefreut und ich habe man erstmal absagen. Ich konnte es einfach null fassen. Also das war genau so, wie er gerade erzählt hat mit der olympischen Goldmedaille, dass man irgendwo an einem Punkt ankommt, wo man nie denkt, dass man sowas mal erreicht und dass man sich dann gegen, wie viele Leute haben sich damals irgendwie beworben, über 10, 20, 30.000. Und das ist ja nicht nur, dass man sich da Woche für Woche wirklich versucht hat, weiterzuentwickeln, Text gelernt hat. Man muss mit dem Druck umgehen, was man gar nicht kannte. Man ist plötzlich irgendwo von einem Millionenpublikum präsent und auch ein Stück weit präsenter, als man das irgendwo kontrollieren kann, sage ich jetzt mal, wo wir ja bei Kontrolle sind. Man muss auch noch das Fernsehpublikum auf seine Seite irgendwo versuchen zu bringen, weil ihr habt ja auch für mich, hoffe ich zumindest, gevotet. Achso, das wollte ich nochmal nachfragen. Also ich hoffe, da sind noch 2, 3 Leute von denen hierbei. Also das waren schon echte Zuschaueranrufe. Ja, oder hat RTL da die Finger mit im Spiel, glaubst du? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn das rauskommt, ich weiß ja nicht, wie es danach war. Bei unserer ersten Staffel war es wirklich, das war ja komplett jungfräulich. Keiner wusste überhaupt, wie sieht die Sendung aus, was wird aus den Leuten, wie sieht denn das überhaupt aus. Ich wusste damals, als ich nach Köln zum Casting gefahren bin, wer sitzt in der Jury, das stand alles nicht fest. Ja, das war einfach auch wie so ein großer, langer Kinofilm, der dann irgendwann plötzlich zum Ende kommt und dann stehst du als der Sieger da und dann geht die Reise erstmal richtig los. Also ist so viel passiert, es war eine so unfassbar spannende, turbulente Fahrt bis dahin oder eine Reise, die ich teilweise bis heute immer noch nicht wirklich in Worte fassen kann, weil das sind Dinge passiert, die man, glaube ich, nicht oft erlebt im Leben, ja. Und man kennt wahnsinnig viele aus der ersten Staffel eigentlich immer noch, also zumindest Namen. Es wurde ja alles dokumentiert auf DVD und war ja dabei, ja. Daniel Lopez eben, Juliette Choppmann. Mhm. Hat man mit denen jetzt immer noch Kontakt? Hast du mit denen noch Kontakt? Oder ist das einfach mal, ja, ist halt eine Zeit gewesen und jetzt ist sie vorbei? Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe ja auch relativ fix weitergemacht. Ich bin ja direkt irgendwie einen Tag nach dem Finale, war ich dann in Prag, habe ein Video gedreht. Dann war ich nonstop wirklich 1, 2 Jahre auf Tour, bevor ich dann auch mal gesagt habe, so, was kann jetzt eigentlich noch kommen? Das klingt so doof, aber wenn man dann innerhalb von so einer kurzen Zeit viele Preise, den Echo, den Kometen, der damals wirklich noch eine Bedeutung hat, das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Ja, Preise, Platin, Platten, goldene Schallplatten, wie auch immer. Also das sind ja alles schöne Preise, aber letzten Endes sitzt man da und fragt sich irgendwann, okay, was kann jetzt eigentlich nur kommen? Alles, was jetzt kommt, kann irgendwie nur noch in die Hose gehen, weil jetzt muss ich mich ein Stück weit schon mal neu erfinden oder mal gucken, irgendwie auf was habe ich noch Lust. Und dann kam die Schauspielerei, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Darüber reden wir übrigens gleich. Okay, also, dann stoppe ich da jetzt nochmal. Genau, stopp doch mal, stopp doch mal. Weil du gerade die Sammlung erzählt hast. Aber du merkst, ne, dass ich tauche gerade so in meine richtig Vergangenheit. Richtig erregt ist der junge Mann hier. Ja, so viel Zeit haben wir ja leider nicht. Hier. Nee, tatsächlich. du hast gerade erzählt von vielen Preisen und von deinen Schallplatten, Gold, Silber, Platin, was weiß ich. Mhm. Sag mal, wo sind die denn eigentlich? Wo lagern die? Hast du die noch oder hat die der Bohlen? Nee, die habe ich. Ja? Und mit denen ziehst du auch um oder sind die im Keller? Das sind schon... Ja, mit denen ziehe ich auch um. Nein, das sind wirklich, das sind tolle Erinnerungsstücke. Ich glaube, das ist gar nicht mal, was das jetzt an sich wert ist, sondern das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also das ist so dieser ideelle Wert, der einen einfach an eine schöne Zeit erinnert. Und zurzeit lagern die wirklich, weil bald ziehe ich ja dann wirklich um in meine Wahlheimat Hamburg. Und darüber sprechen wir auch noch, Alexander. Auch noch, mein. Er zieht einen Arm auf. Aber ich bin gar nicht auf den Punkt gekommen. Ja, ja. Jetzt hier was mit Daniel und mit den anderen. Also ich habe schon noch zu manchen jetzt Kontakt. Ich meine, das ist wie bei einer alten Schulklasse, sage ich immer. Man sagt, ja klar, wir bleiben in Kontakt, aber irgendwann verläuft sich dann doch alles irgendwo. Mit Juliette habe ich jetzt vor kurzem nochmal bei einer Aufzeichnung getroffen, bei der Dieter Bohlen Megashow, die irgendwo aufgezeichnet wurde. Und in weißt Köln. Du was, darüber wollen wir auch noch reden. Oh mein Also man hat zu manchen noch Kontakt, zu den meisten aber nicht mehr. So, genau, Prost. Und ich habe gleich noch zu dir Kontakt. Und wenn ich uns hier so sehe, das ist Sendenhorst, Neutraubling und jetzt kommt noch Bad Salzuflen dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da kann ich nur sagen, die Provinz ist gut für die Welt. Rock'n'Roll, baby!
neben mir steht er, der Bad Salzuffenler, wir sprechen es später nochmal genau aus, egal, auf jeden Fall Sänger, Poet, Entertainer, Gitarrist und Komponist Bernd Begemann. Guten Abend, Bernd. Hi, Astrid. Hello, how's it going? Du, bevor wir über deinen Heimatort sprechen, möchte ich gerne ganz kurz mit dir über St. Pauli sprechen, denn also mein favorisiertes Album ist zwar Wilde Brombeeren, aber das jüngste von 2015 hat den Titel St. Pauli hat uns ausgespuckt. Das ist die, und ich möchte damit... Das ist das erste Video. Das Album hat den Titel Eine kurze Liste mit Forderungen. Entschuldigung, dass ich mich reinlehne. Das ist super, bitte. Ich wollte dich bewahren. Ja, und aber ein Titel heißt St. Pauli hat uns ausgespuckt. Und ich möchte gerne, Entschuldigung, ich habe dich getreten, von dir wissen, gefällt es dir denn hier noch? Ich glaube nicht so, oder? Ich bin ja nur zu Besuch. Wir haben gewohnt ein paar Meter von hier, meine Lebensgefährtin und ich. Und okay, als die Hochhäuser wegfahren, war es auf einmal unglaublich dunkel an unserer Ecke. Und meine Partnerin traute sich nachts nicht mehr auf der Straße wegen der Dunkelheit. Aber den Ausschlag hat gegeben einen Schlagermove. Und während dieses Schlagermoves am helllichten Tag hat jemand aus Baden-Württemberg, das habe ich im Akzent gehört, vor unserer Haustür... Nein, okay. Sag's nicht. Oh Gott. Es ist ein Kinderprogramm. Ich sag's medizinisch gekotet. Und das war für mich da, das war so widerlich. Und ich denke mir, in ihrer blöden Heimatstadt in Baden-Württemberg gehen sie nicht mal bei Rot über die Ampel. Sie kommen in meine Nachbarschaft, um sich widerlich zu benehmen. Schatz, wir gehen. Aus St. Pauli weg, nach Stellingen. Bernd, das ist ganz schlimm, was du erlebt hast. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich bin Nebenfachpsychologin, wir können das später vielleicht nochmal irgendwie... Oh. Okay. Glaubst du, dass ich unaufgelöste Wutpotenzial... Überhaupt nicht. Du wirkst total entspannt ausgeglichen und absolut gut gelaunt. Du aber grundsätzlich mal zu Hamburgs Musikstadt. Da hast du nämlich auch ein Thema, weil so viele Menschen nach Berlin abwandern. Aber wie findest du, ist es denn um unsere Stadt bestellt musikalisch? Hamburg für immer Nummer eins. Was soll ich sagen, Baby? Okay, aber du... Ja. Applaus. Wo spielst du am liebsten in Hamburg? Überall, wo sie mich haben wollen. Wir wollen dich vielleicht hier im Cocoon haben. Gefällt's dir hier? Also du hast dich ja schon mal mit Michael, unser Toningenieur, links rüber. Der mag immer nicht gefilmt werden. Genialer Typ. Genialer Typ, sagt er. Ja, das sagen wir auch. Michi ist ein genialer Typ. Gut, also du spielst überall gerne. Trotzdem hast du schon mit Olaf Scholz darüber diskutiert, wie man es schaffen kann, dass man eben den Standort, den Musikstandort Hamburg erhält. Was ist dein Plan? Also muss man sehen, dass Hamburg war 3 Jahre lang die wichtigste Musikstadt der Welt. Hamburg ist der Ort hier in diesen Straßen, in dieser Nachbarschaft. Man kann einen kleinen Kiesel werfen und trifft Geschichte, aber diese Geschichte wird nicht gewürdigt, außer von Insidern. Und das ist schade, weil wir könnten alle mehr davon haben. Hier in dieser Stadt wurden die 50er Jahre zu den 60er Jahren. Hier trafen die pickligen, blassen, unterernährten britischen Jungs auf die amerikanischen Profis. Die Beatles trafen, Little Richard hat versucht, Ringo Starr zu begrapschen. Das ist eine andere Geschichte. Und das ist im Atlantic Hotel passiert. Aber das Wichtigste war, dass diese neue, modernistische Weltsicht auf den... Rock'n'Roll traf auf die Traditionalisten und also Hamburg war die Musik-Alchemie-Werkstatt der Popmusik, wie wir sie kennen. Und wir haben den Beatles-Platz, aber Hamburg war immer eine große Musikstadt. Ja, aber was machen wir denn nun, dass es so bleibt? Also was hast du mit Olaf Scholz besprochen? Erstmal quatsche ich dich voll und ich bin stolz zu... Ja, ich merk's. Ich habe mir meine Frage aber gemerkt. Ich bin stolz zu verkünden, dass unser Bürgermeister Olaf Scholz wirklich Ahnung von Musik hat. Er hat mir zum Beispiel den wundervollen Satz gesagt, Bernd, ich habe die Amerikaner erst richtig verstanden, als ich Merle Haggard gehört habe. Okay, es ist sehr selten, dass Leute überhaupt Merle Haggard kennen. Das ist ein berühmter Country-Sänger, der fantastische Lieder schreibt. Und dass unser Bürgermeister den kennt, ist ein gutes Zeichen. Ich führe es mal zu Ende, Bernd. Du hast ihm, glaube ich, vorgeschlagen, es solle Steuerfreiheit für kleine Clubs geben und die Stadt solle sich nicht ausschließlich auf Musicals konzentrieren und müsse es fördern. Ich unterschreibe das und habe die nächste Frage. Alexander. Sorry, Alexander, ich wollte dir nichts mehr. Alexander, bist du noch da? Natürlich wollen wir auch Musicals haben, aber eben auch kleine Clubs. So, wir springen zurück. Bernd, bleib mal bei mir. Also ich beantworte einfach die nächste Frage auch selbst. Nein.
wir müssen zurückspringen und jetzt spreche ich es hoffentlich richtig aus. Bad Salzuflen ist ein Dreh- und Angelpunkt der Musikgeschichte gewesen. Eigentlich müsste es Bad Salzuflener Schule heißen, es hieß aber später Hamburger Schule. Du hast nämlich immensen Einfluss gehabt. Und pass auf, aus Bad Salzuflen kommt nämlich auch Frank Spilker, die Sterne, den hatten wir hier schon zu Gast, Bernadette Hengst, die Braut haut ins Auge, Jochen Distelmeier, Blumenfeld. War die Luft so gut dort? Warum hat es so viel Kreativität gegeben? Wegen mir. Ich habe Ihnen gesagt, hey, was soll ich sagen? Also, ich kann nicht lügen. Hat sich mal jemand bedankt? Es war ein kollektiver Prozess, aber der Grund, weshalb alle Deutsch singen und nicht mehr Englisch, bis auf Horse bis No Name Orchester, was okay ist für die, weil das ist, ihr seid moderne Traditionalisten, ich akzeptiere das total. Wir haben uns international aufgestellt, Bernd. Ich weiß das, ihr seid ganz weit vorne und es tut mir leid. Aber wie gesagt, das ist super, aber wir fanden es interessant, zu unseren Nachbarn zu sprechen und über Sachen, die wir interessant finden und nicht die andere schon mal durchgekaut hatten. Ich weiß nicht. Jedenfalls, wir haben das alles erfunden und besonders ich. Was soll ich sagen? Ja, ich würde dich gerne fragen, hat sich mal jemand bedankt? Ich meine, deutschsprachiger Indie-Pop hat sich mal einen Bosse bedankt, Revolverheld, Johannes Oerding, dass du der Vorreiter warst, hast mal einen Anruf bekommen. Bernd, ich danke dir. Ja. Super, von allen dreien? Ja, von allen. Offensichtlich von allen. Wir reden über was anderes. Also du bist natürlich auch ein Rockstar und bei diesem Thema fällt bei mir auch immer die Rockstar-Frage, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Kannst du dazu was sagen? Ja, aber nicht während. Super, das ist lustig. Aber wie ist das Tourleben? Also du giltst auch als Frauenschwarm. Gerade frage ich mich, warum, aber ich wusste es vor dem Interview eigentlich. Mir fällt es vielleicht später noch ein. Wie ist das so auf Tour? Ich höre meine Hörbücher, ich spiele meinen Gameboy. Hat jemand einen Gameboy dabei? Nintendo 3DS, aber ich wollte es nicht so technisch klingen lassen. Du bist in vielerlei Hinsicht, das wird dir jetzt vielleicht gefallen, Vorreiter. Also sowohl was deutschsprachigen Indie-Pop betrifft, dann noch was eine bestimmte Fernsehsendung betrifft und so überhaupt so vieles. Vieles hast du zum ersten Mal gemacht und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass du dich ein bisschen ärgerst, dass das nicht mehr gewürdigt wird. Du warst auch, glaube ich, der Erste im Bademantel im Fernsehen. Und das lief nämlich, und das ist echt der Hammer, ich habe da reingeguckt, im NDR, ich glaube 1996, drei Sendungen. Bernd im Bademantel, den er auch mal ausgezogen hat. Dazu gab es Backofenpommes und eben Musiker, die musiziert haben. Nach drei Sendungen wurde es eingestellt. Warum? Es gab tatsächlich eine NDR-Konferenz und die NDR-Chefs fanden, dass es zu unordentlich dort aussieht. Und das hat mich wirklich wütend gemacht, weil wir haben vier Tage lang aufgeräumt gehabt vorher. Es war eine Live-Sendung, es war eine Sendung aus meiner Wohnung und ich empfand das als Beleidigung meiner Nachbarschaft. Noch eine fantastische Sozialwohnung in Rotenburgsort. Ich bin sehr stolz, dort 12 Jahre gelebt zu haben. Und in einer einzigen Konferenz haben die NDR-Chefs mein ganzes Leben mit Füßen getreten und beschmutzt. Danach war das Tischtuch zerrissen, wie man so sagt. Und ich finde es sehr schade, denn im Ernst, heute talken alle in Betten, sie talken an Küchentischen. Also auch da, du warst Vorreiter, man kann es doch einfach mal sagen. Er war Vorreiter, mein Gott, er war Vorreiter. So, medienaffin bist du natürlich auch. Du hast die Flimmerfreunde, du hast so einen Podcast über Filme. Also du interessierst dich nicht nur für Nintendo, sondern auch für Filme. Da macht ihr Werbung für eine Pizzaseite. Und du sagst auch, für eine Pizza, doch. Das war einmal. Okay, aber da habe ich reingehört und da hast du gesagt, du stehst dazu, du hast dich vor 30 Jahren entschieden, Weißmehlprodukte zu essen. Und ist das so? Ja, ich habe mich für Kohlehydrate entschieden, Baby. Versuch mich zu stoppen. Wie sieht's denn aus mit Döner? Ist dir das lieber als Döner? Also, wenn es knusprig ist, aber eine gewisse Gatschigkeit hat, dann bin ich dabei. Ich frage dich nämlich deshalb, weil du der Meinung bist, dass dein leiblicher Vater, den du nicht kennst, Türke gewesen sein musste. Nein. Inzwischen glaube ich, dass es ein Perser war. Ich wurde gezeugt in den frühen 60ern in Kiel
Und dort waren sehr viele persische Studenten. Okay, ich bin irgendein halber Kanake, okay? Ich habe da kein Problem mit. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann hole ich mir einen, ich bin Einzelkind. Schade. Ich habe da auch kein Problem mit, aber ich finde es lustig, dass du auf Türkisch angequatscht wirst auf der Straße. Ja, und dann sage ich immer, leider teile ich ihre wundervolle Kultur nicht, ich kann die Sprache nicht sprechen. Dann werden sie total sauer, das ist ungerecht. Und was weiß ich, ich kann nur sagen, ich hoffe, wir lernen alle miteinander auszukommen. Friede. Frieden. Ja, da können wir auch einen Applaus geben. Sag mal, vielleicht hat ihr folgendes Erlebnis. Hast du ein Lieblingserlebnis? Also du hast jetzt auch schon, seit 87 bringst du Alben raus und ziemlich viele, 22, wenn ich richtig gezählt habe. Gibt es Erlebnisse, die du nicht missen möchtest oder die du missen möchtest? Alles hat mich härter gemacht, was soll ich sagen? Ich könnte auf nichts verzichten, Astrid. Auch auf die 12.000 D-Mark, die du verloren hast, nicht? Oh ja, das ist eine gute Geschichte. Die habe ich auf dem Autodach vergessen. Es gibt Leute, die sagen, nein, ich bereue nichts, aber das bereue ich wirklich. Gott, wie doof kann man sein. Aber es war ein langer Tag, was soll ich sagen, was passiert? Und fiel dir später auf? Das war die beschissenste Nacht meines Lebens, muss ich sagen. Und ich hatte schon ein paar. Okay. Wie war denn die Nacht des Bundesvision Song Contests? Dazu muss man sagen, du bist 2010 angetreten für Niedersachsen mit Dirk Darmstädter und mit einem Freddie Quinn-Klassiker. So geht das jede Nacht und eigentlich tritt man da ja an mit eigenen Songs, oder nicht? Ja, und ich habe genug eigene Songs. Ich glaube, ich habe 400 Eigenkompositionen rausgebracht, aber irgendwie... Ich glaube, letztendlich wollte Stefan Raab mich bloßstellen, weil ich in seiner Show in den 90ern mich geweigert habe, sich auf seinen blöden Kinderstuhl zu setzen. Wenn sich jemand erinnern kann, Stefan, es gab hatte eine Sendung namens Vivasion oder so in den 90ern. Und mir fiel auf, dass er seinen Gästen nie zuhörte und dass es ihm Spaß machte, seine Gäste zu erniedrigen. Und... nicht mit mir. Was soll ich sagen? Und ich habe das Gefühl, er hat dann absichtlich dieses Lied durchgewunken, was eigentlich ein Oldie war. Das hätte eigentlich im Museum aufgeführt werden sollen, statt als ein Bundesvision Song Contest. Weil er wusste, dass es nicht gewinnen kann. Aber ich dachte, naja, Showbusiness ist Showbusiness. Dazu kam, dass wir einfach nicht so einnehmende Persönlichkeiten haben, wie Alexander zum Beispiel. Und so... Leute mögen mich einfach nicht, Astrid. Damit kann ich aber leben. Es ist kein... Ich glaube dir das nicht. Wir haben diverse Menschen gehabt, die gejubelt haben, als wir bekannt gegeben haben, dass du in unsere Show kommst. Glaubst du mir das jetzt nicht? Ich will das glauben, aber ich glaube, das sagst du allen Jungs. Nein, das sage ich überhaupt nicht allen Jungs. Das sage ich nur allen, die in meine Show kommen. Nein, das war auch ein Spaß. Bernd, was kommt denn als nächstes? Wo spielst du und wann kommt das nächste Album raus? Denn das letzte ist 2015 rausgekommen. Okay, da waren nur 28 Titel drauf. Vielleicht reicht das jetzt erstmal, aber ist ein neues Album in Gange? Ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, weil das nächste wird ein klassischer romantischer Klavierzyklus. Und wir werden eine Uraufführung haben am 22. Januar in der Elbphilharmonie. Aber im Kleinen, okay? Es ist ein romantischer Klavierzyklus wie Liebestraum oder so. Aber besser, weil es ist moderner. Okay. Vielleicht komme ich vorbei. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich vor dem Interview wusste, ja, dass ich wusste, dass du so ein Frauentyp bist, weil ich finde, dass du eine Megapräsenz auf der Bühne hast und dass du ein cooler Entertainer bist und dass du gut tanzen kannst. Und zwar egal, wie du gerade in Form bist oder gelaunt bist, glaube ich. Und vielleicht können wir die Horstens mal bitten, so einen leichten Takt einzuspielen. Und du bringst mir mal du hast immer so einen geilen Move, du hast immer so einen Schnips-Move. Du kannst ihn mir auch beibringen, ohne ihn zu zeigen, aber du hast irgendwie immer so... Dazu muss ich sagen, dass ich in letzter Zeit echt viel Gewicht verloren habe und alle meine Hosen rutschen, also... Du siehst spitze aus. Also wie soll ich... So? Genau den Hüftschwung meine ich. Yay! Wuhu! Ich würde sagen... Bernd, du und ich bei Let's Dance. Wir haben's raus. Es ist hot mit Bernd und wir geben ab zu Peter Alexander.
Immer noch hier bei mir, Alexander Klaas. Jop. Wir haben jetzt gar noch nicht gesprochen über Herrn Bohlen selber. Oha. Ich glaube, ein bisschen müssen wir drüber sprechen. Ja, klar. Denn der hat ja DSDS immer noch voll im Griff. Und man kann wirklich sagen, er ist ja the master ja, auf deiner Karriere. Wie sagt man das auf Englisch? Ich weiß nicht. Egal. Erzähl mal ein bisschen über die Zusammenarbeit. Du warst ja damals 20 Jahre, noch nicht mal 19. 19. Genau. Und dann kam Dieter Bohlen in dein Leben. Was macht das mit einem jungen Mann? Das klingt so. Dann kam Dieter Bohlen in mein Leben. Ja, ist so. Also erstmal muss man, also ich persönlich denke jetzt, weil alle, also egal bei wem ich diesen Namen auch mal irgendwo so fallen lasse, alle denken erstmal so, um Gottes Willen, oder oh, ja, 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 ja. Also das sind so erstmal die Reaktionen, die man so mitbekommt, wenn man Dieter Bohlen erwähnt. Ich muss sagen, ich habe irgendwie, ich weiß erstmal zu schätzen, dass er einfach so ist, wie er ist. Er ist mega authentisch. Ich mag authentische Menschen, auch wenn sie einen am Appel haben. Also das meine ich jetzt nicht irgendwie bei Dieter speziell. Der hat auch einen am Rad, sonst wäre er, glaube ich, nicht so lange in diesem Business. Aber das ist, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe eigentlich ein super Verhältnis mit ihm gehabt, habe es auch immer noch. Wir haben uns jetzt vor kurzem ja auch noch getroffen in seiner Sendung. Und er ist einfach unfassbar ehrgeizig. Er ist ein, er ist halt ein Macher. Er ist sehr schnell auf 180, wenn man schlecht vorbereitet ist beispielsweise. Also da kann er schon auch mal an die Decke gehen. Ist er denn immer perfekt? Oder, also, oder? Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja genau bei Perfektionisten der Fehler, dass sie meinen, alles, was sie machen, muss genau so sein, nur dann ist es richtig. Nur das ist ja nicht immer der Fall, dass es dann richtig ist. Aber schwierig. Stilles Schweigen hier so. Ja, wir hören zu. Von was redet der da? Ja, es ist wirklich nicht so einfach, Dieter Bohlen in ein paar Sätzen zu erklären, weil ich natürlich ihn auch noch nicht voll und ganz kennengelernt habe, glaube ich. Ich habe ihn so kennengelernt, dass wir einfach eine mega Zeit hatten, wirklich. Und eine tolle Zeit im Studio, auch neben diesen ganzen Drehs, die wir hatten und so. Ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht so ultra lange zusammen, Prost, auch nicht so lange zusammen gearbeitet. Ich habe mein erstes Album komplett mit ihm gemacht. Wir haben das zweite zur Hälfte nur noch gemacht und dann habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, auch auf eigenen Füßen zu stehen, meinen eigenen Weg zu gehen, ohne seine Unterstützung dann. Und aber ich habe ihn wirklich so kennengelernt, dass er einfach auch immer ehrlich war, das muss man wirklich sagen. Und das, was man jetzt nach draußen hin mitbekommt, dass er dann da sitzt und sagt so, ah, hier, und seine Sprüche schmettert, auch an junge Leute, die nicht wissen, wie denen geschieht in dem Moment, da mag man auch eine zwiespaltige Meinung zu haben, weil auf der anderen Seite, finde ich, ist natürlich schon manchmal heftig, weil die wissen nicht irgendwie, was sie machen wollen. Die wollen einfach singen, die wollen gucken, ob das was für sie ist, und dann bekommen sie da irgendwie so einen Spruch von Latz geknallt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Branche ist hart. Das Business ist unfassbar knüppeldick hart und von daher finde ich, ist es auch nur ehrlich, den Leuten nichts vorzugaukeln. So nach dem Motto, wenn du jetzt bei DSDS mitmachst, ist es nur einfach. Diese Branche hat unfassbar viel Gegenwind und heutzutage noch mehr als damals. Also halten wir fest, Dieter Bohlen hat sich eigentlich nicht verändert, aber die Show DSDS hat sich ja verändert, denn diese 14 Jahre, sind, das hat ja gar nichts mehr manchmal mit Singen zu tun. Oder mit ja, genau. Ja, damit ist das eigentlich alles damit. Nee, es ist, also die Show an sich, Deutschland sucht den Superstar, finde ich, ist nicht mehr die, die sie damals war. So. Und das ist genau der Punkt, der mich dann wieder so ein bisschen stört, weil es geht ja wirklich nicht mehr wirklich darum, ob man singen kann, ob man Talent hat, ob man erkennt, dass jemand Talent hat. Es geht wirklich nur noch darum, irgendwo zu erzählen, okay, dein Name spielt erstmal keine Rolle, wo sind deine Skandale, was hast du gemacht, welche Leichen hast du im Keller, wie auch immer. Warum machen das die Leute? Also ich meine, so die gehen dahin, seit 14 Jahren läuft das Ding, die wissen, dass sie von Bohlen und Coca-G letztendlich auch bepöbelt werden. Warum machen das Menschen? Ich meine, du bist weil jetzt auch bei uns, aber... Ja, weil wahrscheinlich viele Leute noch denken, dass es da um Musik geht. Also die haben wahrscheinlich noch einen guten Glauben. Oder sie heißen Menderes, sind schon 10-mal rausgeflogen und gehen beim 11-mal noch dahin. Okay. Also nee, das sind so Sachen... das ist auch schwierig zu erklären. Also generell denke ich, dass DSDS immer noch ein tolles Konzept ist, insofern, weil junge Talente heutzutage immer weniger die Chance bekommen, sich zu zeigen. So, das muss man einfach so sagen. Auf der anderen Seite, wenn man diese Macht hat, ist es natürlich immer auch schwierig,
sie nicht zu missbrauchen, so doof das klingt. Also ich meine, Macher, Fernsehmacher, die haben natürlich dann wirklich eine große Verantwortung irgendwo und denen geht es um Quote. Die wollen natürlich auch irgendwelche Skandale ausschlachten oder irgendwelche Geschichten erzählen, womit die Kandidaten irgendwo nicht d'accord mitgehen. Aber da fängt es an, finde ich. Das war bei uns damals nicht so. Bei uns war das wirklich so, dass auch gefragt wurde, okay, was war bei euch, was läuft gerade irgendwie komisch, habt ihr irgendwelche Mist gebaut, der noch nicht irgendwie auskuriert ist oder wie auch immer. Dann wurden wir davor wirklich geschützt, das war wirklich so. Heute habe ich eher irgendwo den Eindruck, dass es umgekehrt ist, dass erstmal gefragt wird, okay, was hast du zu erzählen? Geil, wenn du nichts zu erzählen hast, dann kannst du singen, wie du willst, dann kommst du gar nicht weiter. Also das ist so ein bisschen das, was ich schade finde. Gott sei Dank habe ich jetzt Applaus bekommen. Danke. Ja, nein, aber... Was hat dich eigentlich relativ schnell geritten, noch eine Musical-Ausbildung zu machen? Also dir nochmal irgendwie, also du hättest ja, damals hast du was, Nummer 1 Album Nummer, und überall Nummer 1 und dann, du hättest ja einfach so weitermachen können. Warum die Musical-Ausbildung? Ja, mir haben auch viele den Vogel gezeigt, ganz ehrlich, weil, die haben ja gesagt, ey, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst jetzt immer mit Dieter arbeiten, du hast immer deine Nummer 1 Hits, deine Nummer 1 Alben, wie auch immer. Aber mir ging es irgendwie um was anderes, weil ich wollte irgendwie nochmal einen anderen Weg gehen. Ich hatte immer schon so irgendwie den Wunsch in mir, was auszuprobieren in Richtung Schauspiel. Es kamen dann damals auch schon irgendwo ein paar Anfragen, ob ich nicht mal Lust hätte, was zu spielen. Aber ich habe immer gesagt so, Lust ja, aber ich möchte, wenn, dann auch nicht irgendwie das machen, sondern dann will ich das Handwerk dafür lernen. Dann will ich wirklich einmal gucken, ich möchte mit Leuten arbeiten, gucken, ob mir das Spaß macht, ob da überhaupt irgendwo Talent ist, wo man dann irgendwo das weiter oder wo man daran weiter feilen kann oder wie auch immer. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich relativ fix gemerkt, wow, das bringt mir Spaß. Das ist nochmal eine komplett andere Ebene, auf der ich mich austoben kann. Ich kann in Rollen schlüpfen. Ich kann Gesichter zeigen auf der Bühne, die man privat eher versteckt. Und ja, der Rest ist dann auch schon Geschichte. Ich habe dann über ein Jahr eine Ausbildung gemacht in Schauspielgesang. Dann war mein Debüt, was relativ fix auch nach der Ausbildung kam, in Tanz der Vampire habe ich den Alfred gespielt, wo dann auch in Berlin, genau. Roman Polanski Regie geführt hat. Also das war dann jetzt auch kein No-Name. Und das war dann auch relativ krass, wo ich auch super viel lernen konnte und gelernt habe auch in der Zeit. Und dann gleich auf einer Live-Bühne, nicht irgendwie mit 8 Takes, sondern immer live. Und da hast du ja nicht aufgehört, weil du hast ja dann also in Berlin auch wieder dich neu erfunden und hast ja dann 2 Jahre Telenovela Soap gespielt. Genau. Ne? Das war ja auch in dem Fall neu. Mhm. Da hast du ja auch kaum gesungen oder was? Oder hast du überhaupt? Da habe ich gar nicht gesungen. Da siehst du, dass du da nicht gesungen. Eine Rolle nicht mal gespielt. Unter der Dusche. Ja. Genau, und daraufhin habe ich dann nach anderthalb Jahren aber auch irgendwie gedacht, ich habe gemerkt, dass ich mehr der Bühnenmensch bin. Ich habe nach den Takes Applaus vermisst. Kannst du nicht jetzt irgendwie, kannst du nicht da vor der Kamera stehen und warten, bis einer applaudiert? Das ist dann irgendwie, da hast du höchstens mal, wenn du Glück hast, sagt der Regisseur, okay, nächste Szene. Wenn du Pech hast, sagt er nochmal. Ja. Und ja, das habe ich dann relativ, das hat Spaß gemacht, ich habe wieder viel gelernt. Genau. So, dann hast du ja die ganzen Musicals gemacht. Tarzan war eigentlich die mega wichtigste Rolle. Definitiv, ja. Sowieso auch privat, darüber reden wir gleich nochmal. Okay. bevor er mir das wieder wegnimmt. So, Lasse, du bist ab September wieder auf Tour mit einer Musical-Gala. Genau. Genau. Hollywood Dreams heißt die. Wir treten auch in der Schweiz auf. Also das hat sich jetzt so in den letzten Jahren auch ein bisschen entwickelt, dass man versucht, so dieses Live-Erlebnis und die Musical-Welt, wo viele ja immer noch nicht wirklich einen Zugang zu haben, die denken immer, alles wäre alles so glamourös und tamtam und nicht ehrlich, ist es überhaupt gar nicht. Wir sind 4 Solisten, wir moderieren den Abend durch, wir schmettern mit einer geilen Live-Band einen nach dem anderen auf die Bühne. Ja, und ratzfatz sind dann auch die 3 Stunden schon um. Es gibt einen ersten Akt, einen zweiten Akt und das ist jetzt eine Tour, wo man auch schon, ich weiß nicht, ob man da jetzt von Rock'n'Roll sprechen kann, aber das ist eine andere Art von Rock'n'Roll. Ab Mitte September Alexander Klaffs auf Tour und die Tourneedaten gibt es auf deiner Seite, auf jeden Fall habe ich gesehen. So, und dann müssen wir noch einmal ganz kurz Let's Dance machen, weil meine Mutter hat gesagt, das ist der Klaffs da. Du musst ihn zu Let's Dance befragen, weil... Wie sollen wir jetzt tanzen, oder was? Du hast mit Isabel, nee, bloß nicht, mit mir. Ja, blondes Gift. Du hast mit Isabel Edwardson gewonnen. Wieder eine Gewinnergeschichte, hast die Leute fasziniert. Isabel Edwardson, im Übrigen jetzt schwanger und auch. Kriegst du Let's Dance noch mit? Die ist ja jetzt aus der Staffel raus. Da musste jetzt jemand umtanzen und so weiter. Interessierst du dich noch für solche Shows? Meistens stehe ich selbst auf der Bühne irgendwie, wenn das läuft. Und jetzt gerade bin ich auch in Proben für Old Shorehand in Bad Segeberg. Reden wir auch noch drüber. So, ich gehe dann jetzt. Ja. Nee, Quatsch.
Also, aber das ist wirklich so. Also ich hab auch damals, ich habe da mal reingesäppt, die erste Staffel von Let's Dance habe ich damals irgendwie auch verfolgt, weil das halt wieder was Neues war und spannend und irgendwie, ja, danach hat sich's dann so ein bisschen erübrigt, weil dann war ich wirklich immer auf der Bühne, wenn es gelaufen ist. Aber jetzt da mitzumachen war eines der abgefahrensten Erlebnisse meines ganzen Lebens. Also, ihr wart ja diese intensive Traumpaar, Zeit. Ne? Also Isabel und du, die Leute haben... Ja, auf der Bühne. Ja! Nein, unfassbar, wirklich. Also ich, allergrößten Respekt vor Isabel, die mich auch ertragen musste. Also das ist nicht immer so einfach, wie es dann nach außen aussieht, dass man irgendwo eine Live-Show vor, weiß nicht, 4-5 Millionen macht, dann einen halben Tag kurz mal Ruhepause hat, dann am nächsten Tag wieder zwischen 8 und 10 Stunden, wirklich. Jeden Tag haben wir zwischen 8 und 10 Stunden geprobt. Dann bist du auch mal müde, dann tun dir die Füße weh, dann kannst du wirklich nicht laufen. Und dann sagt die, oh, jetzt nochmal und nochmal weiter. Und dann mich immer so zu motivieren, allergrößten Respekt. Und ich habe mir auch immer, wirklich, ist kein blöder Spruch, ich habe mir Isabel gewünscht. Wir kannten uns schon so ein bisschen. Und als sie dann durch die Tür kam bei diesem Kennenlerndreh, war ich überglücklich, weil ich auch wusste, dass sie eine tolle Tänzerin ist, eine unfassbare Ausstrahlung hat. Und diese Zeit kann uns keiner mehr nehmen. Und diese Zeit hat Isabel und mich auch, muss man sagen, so ein bisschen... eng zusammengeschweißt. Also ich glaube, wir werden Kontakt haben bis ans Ende unseres Lebens. Weißt du, dass wir auch noch ein Traumpaar an der Bar stehen haben? Die sehen auch gut aus und sind auch sportlich aktiv. Okay. Ja, sollen wir mal gucken gehen? Ja, gehen wir mal gucken. Dann schicke ich dich mal zur Bar, zu Astrid und Gerd Delling. Sehen gut aus und sind ein Traumpaar. Neben mir steht er, Sportmoderator und Journalist Gerhard Delling. Guten Abend, Gerhard. Ja, hallo. Ich darf sogar Gerd sagen, es ist so super. Hat lange gedauert, genau, ungefähr 5 Minuten. Nein, ich habe das... bist du sportlich? Ja, doch, nee. Also sportlich jetzt nicht im Sinne von, ich muss nicht jetzt jeden Tag einen Pokal gewinnen, aber ich habe meinen Körper schon so... strapaziert. Das war ganz interessant, der Arzt hat mein Fußgelenk geröntgt und hat gesagt, so muss ein Fußgelenk eines Profis am Ende seiner Karriere aussehen. Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch und Respekt. Ich finde das hochseriös, dass du auch sportlich bist, wenn du schon uns Sport nahe bringst. Die Saison ist zu Ende. Das ist so schön, dass ich dich jetzt alles Wichtige fragen kann. Die Saison ist so gut wie zu Ende. Also Champions... Der Meister wird, kann ich jetzt sagen. Ja. Champions League, das Finale steht noch aus. Ansonsten haben wir sehr bunte Relegationen gehabt. Mit wilden, wütenden Fans in München und Konsorten. Hast du sowas schon mal erlebt? Weil das hat ja wirklich jetzt die Medien beschäftigt. Warst du schon mal bei sowas dabei? Also ich war schon bei allen Katastrophen dabei. Und ich hoffe, es liegt nicht an mir. Aber nein, also damit muss man unglücklicherweise heutzutage rechnen. Ich bin mal vor einigen Jahren, war es also extrem gefährlich. Da waren wir bei einem Europapokalspiel in Rotterdam und wie wir da so naiv dachten, könnte man da auch auf dem Feld ein paar Interviews führen. Das hat die aber irgendwie nicht so gefreut, die Rotterdam-Fans. Und als das Spiel vorbei war, standen wir so und sprachen dann noch so ein bisschen über die Sendung und was gut gelaufen war oder vielleicht auch nicht. Und dann kamen dann 60 Hooligans und haben dann tatsächlich auch gleich zugeschlagen. Und wir haben uns dann alle Winde verteilt und ich weiß noch, ich war mit einem Kollegen auf dem Rüstwagen und es war wirklich so, man hat sich eigentlich bewaffnet und hat darauf gehofft, dass keiner reinkommt, weil man sich sonst hätte wehren müssen. Und das wäre nicht gut ausgegangen, also für uns, befürchte ich. Ja, das klingt beängstigend. Ja. Meinst du, dass sich irgendwas verändert? Also werden Fans schwieriger oder ist das immer schon da gewesen? Nein, das sind ja jetzt nicht Fans in dem Sinne. Also ich finde im Grunde sogar eigentlich das ganz gut, dass es so den Fußball gibt und damit so die Zentralisierung. Was ich bis heute nicht verstehen kann, ist, dass es in diesem kleinen Raum möglich ist. Also es sind so viele Vorkehrungen getroffen, es sind so viele Menschen, die da wirklich gute Arbeit leisten. Und ich wundere mich, ich habe gerade so vor, ich glaube, das war so das dritte oder viertletzte Spiel, war beim HSV, da hat dann einer irgendwie so eine Rakete da reingeworfen und der stand da jubelnd mit dieser Fackel noch in der Hand. Und ich habe immer gedacht, ja, wie kann sowas sein? Ist doch relativ einfach, den zu identifizieren. Ich finde es insofern ganz gut, weil das sind ja, das würde sonst ja überall woanders passieren. Und hier haben wir es sehr zentral an einem bestimmten Punkt. Und ich finde, eigentlich ist es die größte Chance, diese Typen da irgendwie rauszuholen. Weil vielleicht kann man ja doch was erreichen, wenn man sie erstmal hat. Man könnte auch mit ihnen vielleicht sprechen. Und die da, mit denen man nicht mehr sprechen kann, ja, die müssen es dann irgendwie auf eine andere Art und Weise spüren.
Man kann sie vielleicht die Sitzschalen bezahlen lassen, die sie in München alle rausgerupft haben, zum Beispiel. Wir haben vorhin mit Moritz gesprochen. Übrigens besser beim HSV, da hat man ein Sitzkissen verteilt. Und da die Spieler oder auch die Zuschauer früher etwas verwöhnter gewesen sind von den Leistungen dieses Clubs, gab es dann tatsächlich auch, als die Helden noch spielten, ja, Manni Kals und Horst Rubesch und sowas, und die haben dann tatsächlich auch mal gewonnen ein Spiel. Entschuldigung, der Satz war nicht zu Ende. Gewonnen Spiel und trotzdem nicht gut gespielt. Und wenn das passierte, dann, also heute, man stellt sich das vor, man gewinnt ein Spiel und ist egal, wie es gewesen ist, ja, also alle jubeln. Aber damals war das so, die haben gewonnen, aber nicht gut gespielt, und dann flogen alle Sitzkissen immer runter auf den grünen Rasen. Und das war nachher so ein Hobby. Wer am weitesten kam, weiß ich nicht, hatte dann wahrscheinlich auch gewonnen. Ne? Das hat zumindest ja niemandem wehgetan. Ach, denn gleich zum HSV nachgefragt. Ich habe gelesen, du hast, als du noch sehr, sehr jung warst, ein schönes HSV-Erlebnis gehabt. Ich glaube, es war 81. Ernst Happel war noch Trainer und du noch ganz neu. Magst du das erzählen? Aber ja, schon. Aber danke, dass du gesagt hast, dass es noch nicht ganz so lange her ist, mit dem noch jung gewesen. Aber sehr gerne. Wie gesagt, wir sehen fantastisch aus. Ja, nein, leider. Also deswegen, du siehst gut aus neben mir. Du auch neben mir. Nein, nein. Aber das ist wirklich... Bernd, so geht das. Bernd, da ist Bernd. Genau so geht das. Aber ich frage dich später nochmal. Ernst Happel. Es ist wirklich schon sehr lange her. Ich muss es leider zugeben. Es ist Anfang der 80er gewesen. Und das hat eigentlich meine Karriere bereitet. Also es war das erste richtig große Spiel, bei dem ich dabei sein durfte, aber wirklich nur dabei sein. Mein Chef damals, Armin Haufe, ein wunderbarer, also ein Virtuose mit dem Wort, also einer der besten Radioreporter, die wir, glaube ich, je hatten in der Republik, der sollte das Spiel übertragen, Hamburger Sportverein gegen Bayern München. Topspiel um die deutsche Meisterschaft, und ich das erste Mal mit in diesem wunderbaren, großen Volksparkstadion, das so toll war, wenn es voll war, und das war voll natürlich. Und irgendwann sagt er so, ich sollte so ein paar Nebenberichte machen. Und dann sagt er vor dem Spiel, weil ich ja viel Zeit hatte, sag mal, du kannst auch schon mal rübergehen, vielleicht kannst du noch was erfahren und so. Ja, ich sag klar, dann bin ich diese Treppe da runter, wir waren auf der gegenüberliegenden Seite. Auf dem Weg da runter bin ich schon fast gestorben, weil irgendwie lasteten 60.000 Menschen auf meinen Schultern. Ich habe gedacht, die gucken jetzt natürlich alle auf mich, weil ich da jetzt rübergehe. Und dann bin ich da hingegangen und stand da wie ein kleiner Tropf und wartete also auf Ernst Happel. Und da standen dann die Kollegen von der Bild-Zeitung, von der Stuttgarter, von der Süddeutschen, Frankfurter, Mopo, Hamburger Abendblatt. Alle und wirklich alle Arrivierten und großen Sportjournalisten, die standen da alle und die warteten nicht auf Ernst Happel. Und ich habe mich schon gewundert, aber ich gedacht, na gut, ist ja die Chance vergrößert das Ganze. Ich wusste, dass Happel natürlich knorrig ist und so ein Grandler. Aber dass der gar nicht mehr sprach mit den Journalisten vor dem Spiel, das wusste ich leider nicht. Das hat dir keiner gesagt? Es hat mir keiner gesagt, ich war auch zu dusselig, es vorher recherchiert zu haben, offensichtlich. Aber jedenfalls kommt der raus und ich stürze auf den zu. Und weil ich nun gut erzogen bin, strecke meine Hand raus und sage, mein Name ist Gerhard Delling, ich bin vom Norddeutschen Rundfunk und ich hätte ein paar Fragen. Und der bleibt stehen, nimmt meine Hand nicht, geht zwei Schritte zurück, guckt mich so von unten nach oben und von oben nach unten an, und er muss so ein wahnsinniges Mitleid gehabt haben mit dieser jämmerlichen Gestalt da vor ihm, dass er auf einmal mich in den Arm genommen hat und hat gesagt, wo's wohl's wissen. Ja, und dann ging der mit mir diese Aschenbahn da entlang, so irgendwie 10 Meter oder 20 Meter die Aschenbahn hoch und die Aschenbahn wieder runter, ich in meinem Schlepptau. Und erzählte mir eben, dass der irgendwie der Beckenbauer nicht spielt, obwohl der ja nun beim HSV war und eigentlich gegen Bayern. Das war dann schon eine Ansage und noch ein, zwei andere Details zu der Mannschaft. Und dann sagt er, so, jetzt schleicht die. Das hast du dann gemacht, dankbar. So weg. Und ich wollte gerade weitergehen und dann habe ich gedacht, oh Gott, die fressen mich gleich auf. Die Kollegen da, die guckten mich alle an, also die kannten mich ja noch gar nicht. Aber ich kannte sie auf einmal sofort alle. Ich habe erst gedacht, die zerreißen mich noch da unten auf der Aschenbahn. Ich bin dann schnell nach oben gelaufen, habe gar nicht mehr auf den Bayern-Trainer gewartet und habe meinem Chef das dann erzählt. Und dann hat er sich erstmal totgelacht, weil er dachte, ich würde ihn verarschen wollen. So, nicht? Und dann aber habe ich ihm erzählt, was ich wusste. Und dann kam irgendwann die Aufstellung und das stimmte alles haargenau. Und von da an war ich natürlich ein gemachter Mann. Das ist also die Geburtsstunde. Wir danken Ernst Happel, dass er das mit so viel Fassung getragen hat.
Ich habe mal ganz anderes Genre, aber für RTL Nord als einzige Prinzessin Mette Marit aus Norwegen angesprochen. Und der gesamte Rathausmarkt war voll. Und ich hatte mir zurechtgelegt, Jettelei willkommen, Konjelige Heyhet. Und dann dachte sie natürlich, dass ich Norwegisch spreche und kam tatsächlich auf mich zu und habe ich weiter Englisch geplappert. Ich habe nicht viel rausbekommen, aber das ist so ein bisschen ähnlich gewesen. Und alle guckten ganz böse und ganz neidisch. Naja. Wahrscheinlich haben sie alle gefragt, wer ist die Prinzessin, nicht? Nein, also Bernd. So geht das. Ganz kurz noch, damit wir auch den Bezug zu Moritz, Moritz winkt doch mal genau zu Moritz haben. Gerd, was machen wir jetzt, dass andere Sportarten mehr in den Fokus gerückt werden? Was könnt ihr Sportjournalisten tun? Meine Hoffnung war, dass du das vergisst. Weil ich ja gehört habe, dass wir nicht den ganzen Abend Zeit haben. Ich weiß nicht, also das kurz zu erzählen ist schwierig. Aber da mit dem Tag, als mehrere Medien auf der Plattform erschienen, haben alle immer geschrien, hurra, hurra, jetzt wird alles besser. Also gerade die Sportarten, die sich nicht so gut berücksichtigt fühlten. Und früher, und ich habe das immer geliebt übrigens, früher gab es ja noch alle Sportarten, auch in der Sportschau am Samstag. Am Sonntag gibt es ja heute auch immer noch die anderen zum Glück. Aber es wurde viel mehr über andere Sportarten berichtet und das ist immer weiter eingeschlafen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, das zurückzudrehen und das kann man auch immer nur punktuell machen und wenn man tatsächlich einen langen Atem hat. Ich habe ja hier, als ich hier beim NDR mal eine Zeit lang in Verantwortung war, habe ich das versucht mit Handball und habe ein Jahr das durchgezogen mit einem ganz kleinen, also Low Budget, wir hatten kein Geld dafür und da hatten wir so eine Regionalliga-Fußballsendung und die letzten 5 Minuten habe ich gesagt, habe alle Handballer aus dem Norden zusammengeholt. Ich gebe euch die letzten 5 Minuten, da zeigen wir ein Spiel. Ihr müsst nur spielen am Samstag. So, jetzt kommen wir zu Problem Nummer 1. Erstmal muss einer so idiotisch sein wie ich, der das überhaupt will. Zweitens, dann kommt das nächste Problem. Die müssen ja spielen. Da haben die alle gesagt, ja. Der Einzige war, glaube ich, hier Bob Hanning, als er noch beim HSV war, hat gesagt, interessiert mich nicht, ist zu wenig. Aber die anderen haben gesagt, ja, ist gar keine schlechte Idee. Am Ende haben wir übertragen, ein Jahr lang haben wir das wirklich durchgehalten. Wir haben übertragen Wilhelmshaven und Stralsund, was also schöne Vereine sind. Aber ich hätte natürlich schon gern auch mal den THW Kiel gehabt und Flensburg-Handewitt beispielsweise, die eigentlich begeistert waren von der Idee. Aber am Ende kam es nicht dazu, auch aus Hallenbelegungsplänen etc. Aber die haben da gar nicht gespielt. Trotzdem, und das ist die gute Nachricht der Geschichte, wir hatten in der Zwischenzeit auch immer mal so, oder langfristig schon, Live-Übertragung von den Topspielen, also hier im Norden vor allen Dingen, Hamburg gegen Kiel oder Kiel gegen Flensburg und so. Die hatten, und jetzt kommen wir zu dem, was die Leute heute leider in erster Linie interessiert, also auch die das anbieten, also bei uns zum Beispiel, die Quote, die hatten einen Marktanteil zwischen 2-6%. Diese Live-Übertragung. Nach einem Jahr haben wir das weitergemacht, auch mit diesen Live-Übertragungen punktuell bei guten Spielen. Da hatte keine mehr weniger als 6%. Und welche waren dabei mit 10 oder 11? Was heißt das im Umkehrschluss? Also man muss natürlich auch das Publikum erstmal daran gewöhnen, dass die überhaupt wissen, dass ein THW nicht nur das technische Hilfswerk ist. Was heißt nur? Also ist ja schon, aber also auch noch ein Handballverein. Ja, also dass man auch diese Landkarte ein bisschen kennenlernt und das ist eine wahnsinnige, ja, das ist eine Kernarbeit. Aber es ist machbar und würdest du es in Verantwortung auch für Hockey machen? Ich finde Hockey auch ein toller Sport, der wird sich auch dafür eignen. Es gibt ein paar Sportarten, die könnten das abbilden, aber nochmal, man müsste ja so viel Atem haben und den haben heute, gerade im öffentlichen Bereich, im Fernsehen oder auch selbst im Internet, also machen wir uns ja nichts vor, auch im Internet ist ja nicht so, dass die jetzt durch die Decke brechen mit irgendwelchen Übertragungen, ja? Sondern ich weiß nicht, warum wir alle so sind, ich zähle mich dazu, wir sind irgendwie so auf das, was gerade ganz populär ist, da stürzen wir uns immer drauf. Ich würde mir wünschen, dass wir zumindest dranbleiben. Wir versuchen das ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, ruhig ein bisschen mehr dranbleiben, auch andere Sportarten, aber auch andere Geschichten vielleicht dahinter zu erzählen. Ich will die unbedingt hören, die anderen Geschichten. Langen Atem hast du bewiesen in deiner Ehe. Und darüber müssen wir sprechen. 1998 bis 2010 und er hieß Günther. Und ich war ein ganz großer... Habe ich irgendwas vorhin gesagt von Prinzessin? Und ich bin definitiv ein Fan von euch gewesen. Was ich ganz interessant finde, ich habe gelesen, dass ihr ja auch befreundet seid, das ist auch relativ bekannt in den Medien, und dass er auch einer deiner wenigen wirklich engen Freunde ist. Was macht denn Freundschaft für dich aus, wenn es wirklich nur so 2-3 Leute sind? 100%ige Verlässlichkeit.
Außerdem, also ich glaube, man muss es gut meinen mit dem anderen grundsätzlich natürlich schon mal, aber man muss sich auch darauf verlassen können. Ich habe immer nicht verstanden, wenn so Menschen untereinander sich als Freunde bezeichnen und irgendwie ist mal was passiert, also jedem passiert ja mal was, also auch mal was, wo es nicht gerade gut läuft. So zum Beispiel, mal, ich weiß nicht, in der Studentenzeit blieb öfter mal ein Auto liegen. Aber dann war immer klar, irgendwie kommt dann nachts einer und klingelt an der Tür und sagt, du, mein Auto liegt, da kannst du mir helfen. Und dann ist man natürlich da. Bei Günter Netzer ist das so, ich glaube, das mit dem Auto wäre schwer, weil er jetzt nicht der Aktivste ist. Ja? Aber was wirklich so ist, und so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, und das war schon mal in der Sendung vorher, aber gerade bei der WM 98, dass man tatsächlich, wenn der andere mal in Nöten ist, ihn unterstützt. Und das war so, wir haben 3 Tage irgendwie 12,5 Stunden Sendung gehabt hintereinander und wir haben jedes Land durchgesprochen und jeden Charakterzug von irgendwelchen Iren und Portugiesen und ich weiß nicht, es gab jedenfalls am Ende, gab es für mich keine Frage mehr. Ich konnte keine mehr stellen. Ich hatte alle ungefähr 6 Mal gestellt in verschiedenen Schattierungen und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Und dann sagt mir der Redakteur aufs Ohr, wir haben noch so 5 Minuten, aber es gibt keinen Beitrag mehr, ihr müsst euch noch 5 Minuten halten. Ich sage, wo soll ich jetzt noch reden? Und dann habe ich dem eine Frage gestellt, die keine Frage ist. Ja, also ich habe gedacht, dann ist auch alles egal jetzt. Und habe so wie früher in der Schule, wenn ich zu spät gekommen bin, dann hat der Lehrer meist gefragt, wo kommen Sie her? Und dann haben wir gesagt, ja, also wissen Sie, das ist so, wir kommen gerade, aber man kann es gar nicht erklären. Es ist so, nein, wenn Sie das, also ganz ehrlich, das verstehen Sie doch. So eine Frage habe ich dem gestellt und er hat gedacht, ich hätte einen total Blackout, ja. Und hat jetzt gemeint, er müsse mich retten. Das meine ich eben so. Er hat wirklich gedacht, jetzt muss ihm aus der Patsche helfen. Und hat dann irgendwas geantwortet über irgendwie da welche Portugiesen und Iren und so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ist das gut, 5 Minuten sind gleich um. Und dann hat er natürlich, musste ich ihn dann wieder retten, weil er verrannte sich gerade in irgendwas Sachliches. Und danke und tschüss. Aber das war keine Situation, in der er zum Beispiel sagte, eine dumme Frage erwartet eine dumme Antwort oder Milchbubi oder die Abschlussworte. Ich habe ja vom Fernseher gegangen, als ihr einen Abschied genommen habt. Meine Leidensfähigkeit wurde auf eine harte Probe gestellt. Ich bin stolz, dass ich diesen Test bestanden habe. Ich habe aber auch gelesen, dass auch mal im Streit eine Autotür flog oder sowas. Also gab es auch mal echt Krach? Plauder mal aus dem Nähkästchen. Ja, aber die ist drin geblieben übrigens. Das war, wobei das nicht ganz klar war. Die war richtig schon. Ja, das gab es natürlich Krisen, natürlich. Also Ehe halt. Das war tatsächlich, manchmal war das eh ähnlich. Man darf sich das nicht so einfach vorstellen. Also so zum Beispiel, also für mich ist es natürlich sowieso immer irgendwie, weißt du ja auch, wenn du jetzt hier bist, so ein bisschen im Brass und Stress und irgendwie mit ganzen Gedanken da bei der Sendung. Der ist ja aber kein Medienprofi in dem Sinne gewesen. Und wenn dann so eine Europa- oder Weltmeisterschaft ist, das sind dann irgendwie 5 Wochen Quarantäne. Ja, nur in diesem, also wirklich nur ein Ball am Kopf und sonst nichts anderes und gleichzeitig hat er ja immer noch einen anderen Job gehabt und manchmal ist das dann auch schon sehr stressig und ich weiß, es gab also wirklich eine Krise, gab es mal in Portugal, da haben wir nicht mehr miteinander gesprochen, ja, so kurze Zeit. Also. Wie lange? Ich weiß gar nicht, 2, 3 Sendungen, aber in der Sendung mussten wir miteinander sprechen. Ist nicht wahr, echt? Und das war so lustig, weil... Ich habe denen dann natürlich bewusst immer eine gemeine Frage gestellt. Und er wusste das auch. Das war eine ganz, nach außen hin war das eine ganz normale Frage. Er wusste ganz genau, dass ich die nur stelle, um ihn zu ärgern. Und hat er bewusst ganz locker geantwortet, weil er wusste, dass ich natürlich nicht wollte, dass der jetzt da lächelt und so, sondern dass er ein bisschen drauf reagiert. Und so ging das dann irgendwie ein paar Mal hin und her. Und aber wir haben uns dann natürlich immer wieder zusammengefuchst, weil erstens nochmal, das hat auch deswegen gar keiner nach außen mitbekommen, weil das ist so ein verlässlicher Typ. Mit dem könnte man den könnte man auch wirklich nachts anrufen und sagen, ich habe ein Problem und der würde sich sofort auf den Weg machen. Ich dachte, und hierher einladen. Ihr seid euch auch ähnlicher so geworden vom Phänotyp, also so nach 5 Jahren saht ihr euch auch wirklich ähnlich. Das sagt ihr auch selber. Ne? Das, so die Frisur oder so, nicht? Nein. Bernd macht Punkte. Bernd macht gerade massiv Punkte. Okay, aber deshalb noch ganz kurz abschließen. Es gab wirklich keine Prinzessin. Wirklich. Weil ich gar nicht immer drauf kommen konnte. Du. Trotzdem möchte ich noch abschließen, apropos Styling, Outfit. Es gab ein Krawattengate.
Und zwar hast du bei der WM 2014 eine Krawatte getragen mit lauter Fußbällen drauf und Oliver Bierhoff hat die ganze Zeit darauf geguckt und konnte sich gar nicht konzentrieren, hat dich irgendwann darauf angesprochen. Warum hast du diese Krawatte getragen? Nein? Nein, nein, das war nicht ganz richtig, aber das war doch schon nach außen, war es so richtig. Und zwar ist das so gewesen, 1996 bei der Fußball-Europameisterschaft in England. Machte ich die Eröffnungssendung, übrigens coole Nummer, da war Sir Alex Ferguson dabei, Jürgen Klinsmann und Mick Hucknall von Simply Red. Wir standen dann da, also erst saßen wir, dann standen wir alle rum um so einen Souvenirshop, den es da gab. Da gab es Socken, Fußballsocken und was weiß ich nicht alles. Unter anderem gab es eine Krawatte mit Fußbällen. Und ich weiß nicht, schon damals, ich bin ja so ein Sammler, schon damals haben wir diese Socken mitgenommen, dann gab es noch eine Krawatte mit Tennisbällen, die habe ich auch übrigens, die habe ich in Wimbledon mal getragen. Und habe mir diese mitgenommen mit den Fußbällen. Und die habe ich einfach nur erstmal eingesagt. Ich hatte nichts damit im Kopf. Und dann werden wir Europameister. Und ich denke, ist ja klar, liegt an der Krawatte. Diese Geschichte habe ich unglücklicherweise in der NDR Talkshow erzählt. Und dann haben wir, war Wette vor der WM 2014. Und dann sagte Bettina Tietjen, ja, pass mal auf, aber wenn die jetzt den WM-Titel holen, dann müsste die ja wieder zur Aufführung kommen. Du musst sie mitnehmen. Dann habe ich gesagt, klar, gute Idee, nehme ich mit, das sowieso. Und nun waren die im Finale und ich war noch mit dabei. Und wenn ich ein Wort, dann halte ich es ja auch. Wenn ich ein Wort gebe, halte ich das auch. Und hatte die so. Und meine größte Befürchtung war nur, weil ich stehe da unten dann am Feld immer und dann wird da mal hin und her geschaltet. Und du kommst gar nicht dazu, diese Geschichte irgendwie klar zu machen. Die denken wirklich, der läuft jetzt mit dieser Krawatte durch die Gegend. Ja? Deswegen habe ich zu dem Bierhoff gesagt, der hätte niemals, er ist viel zu gut erzogen, er hätte niemals mich darauf angesprochen, habe ich gesagt, du Olli, pass auf, gleich, ja, wäre ganz gut, wenn du sagst, was ist das denn, da, was du, egal wie du willst, aber so, damit ich es mal erklären kann. Und das habe ich dann erklärt und ich fand das so interessant, dass beispielsweise, ich weiß nicht, eine Zeitung da, die sind aus allen Wolken gefallen und nun wäre quasi, man könnte gar nicht mehr die Stimme hören, weil man die ganze Zeit den Ball da sieht auf der Krawatte. Ich fand, das war nur erstmal recht. Und vor allen Dingen haben wir dir die WM zu verdanken. Ja, pass mal auf, sie sind Weltmeister geworden. Und wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Im Deutschen Sportmuseum. Ist nicht dein Ernst? Hurra! Danke, Gerd Delling. Wir sind Weltmeister nur deinetwegen 2014. Wir sprechen uns gleich noch und wir geben ab. Zurück zur Bühne. Der Hammer. Ich freue mich, dass Alexander Klafs immer noch da ist. Hier ist die Liste mit all den Themen, die ich aufgeschoben habe. Ja, wo ich immer gesagt habe, so mache ich noch, haken wir alles schnell ab. Erstmal müssen wir uns bedanken, denn du hast heute extra probenfrei bekommen in Bad Segeberg. Du spielst nämlich bei den Karl-May-Spielen Old Surehand. Genau. Das hat jetzt gepfiffen. Old Surehand. Und zwar die Titelrolle. Genau. Premiere ist am 24. Juni. Mhm. Das letzte Mal wurde Old Surehand in Bad Segeberg gespielt. 2003, als du DSDS gewonnen hast. Nicht nochmal danach? Ich hab gedacht danach nochmal. Und weißt du, wann die letzte Vorstellung von Old Surehand in diesem Jahr ist? Ja, natürlich. An meinem Geburtstag. Und zwar, und das war, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ich fand das so schön, ja, dass man einfach mal sagen kann, guck dir das mal an, die Zahlen. Ja, mal gucken, wie viel Post ich jetzt kriege an dem Tag, wenn das hier so breit getreten ist. Ja, ja, ja. Wie laufen denn die Proben? Wir haben ja auf talk.de einen Clip gedreht, da hast du mit Jan Sosniok, der spielt den Winnetou. Ich habe versucht, eine Szene zu lesen. Ja, genau. Also der Text war suboptimal. Und es waren auch noch keine Pferde da. Hervorragend sah das aus. Ja, gut für euch. Habt ihr inzwischen Pferde? Ja, natürlich. Also die Pferde sind seit Anfang der Woche jetzt wirklich an Ort und Stelle. Und konntest du vorher reiten? Ich konnte vorher noch nicht reiten. Also ich habe jetzt angefangen, im Dezember Reitstunden zu nehmen und dann auch dreimal die Woche. Und das war insofern auch schon ein ganz schöner Stiefel, weil ich habe morgens Reittraining gehabt und habe abends ja noch Tarzan gespielt in Oberhausen. Und da auch eine Reitstunde oder eine Reitschule zu finden, die das so anbieten, auch vom Timing her, die dann auch so flexibel sind, das vielleicht mal umzulegen oder so, wenn man dann irgendwie Proben hat tagsüber. Das war schon nicht ganz so einfach, aber das hat geklappt. Und das Reiten an sich, ich bin froh, dass ich jetzt die ganze Zeit sitzen darf heute hier, dass die Stühle weich sind, das merkt man schon. Also wenn man jetzt noch nie wirklich regelmäßig auf dem Pferd saß, weil jetzt haben wir jeden Tag, bevor wir anfangen szenisch zu proben, eine Stunde reiten. Und selber mit Satteln und allem drum und dran. Das macht unfassbar viel Spaß und ist echt eine Welt, die ich auch nach Old Surehand noch weiter
machen werde. Also ich werde definitiv nicht direkt aufhören mit dem Reiten. Ich habe da so ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen. Wunderbar. Ja. Sila Sahin spielt mit, die hat, glaube ich, mal bei GZSZ mitgespielt, Mathieu Carrière spielt auch mit. Also hohe Promi-Dichte in Bad Segeberg am 24. Juni geht's los. Wir haben denen versprochen, dass wir Werbung machen, deswegen sage ich das. Also, ja, nee, nicht zu vergessen, Jan Sosnjuk als Winnetou. Jan Sosnjuk als Winnetou, den hätte ich jetzt natürlich auch noch erwähnt. Und das Ganze ab 24. Juni bis 3. September in Bad Segeberg, Karl-May-Spiele, hingehen. Alexander Klavs spielt den Old Shorehand. Und das ist auch Kino. Zum ersten Mal, es ist wieder eine Neuerfindung von Alexander Klavs, denn sowas hast du auch noch nicht gespielt. Nö, geritten bin ich auch noch nicht. Und das, naja, es ist ja so. Für mich ist es einfach auch eine absolute Ehre. Es ist wirklich irgendwie, dass ich so ein Gen in mir trage, dass ich all meine Kindheitshelden spielen darf, von Tarzan über jetzt Old Shorehand. Bei Tarzan hast du deine Lebensgefahr. Was für eine Überleitung. Was für eine Überlegung. Ich muss durchkommen, Leute. Ich muss hier durchkommen mit dem Zettel. Es ist ja wirklich, es gibt da so viel zu reden. Das ist ja gar nicht... Ja, ja. Machen wir alles, wenn die Kamera aus ist. Ja. Damit die Leute... So, du hast die Liane geschwungen seit 2010. Mhm. Und das Tolle ist... die müssen schon... Wie man merkt, es gibt auch Alkohol heute Abend. Ja, die wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen, die müssen schon was getrunken haben. Ja, das ist schon. Ja, unser Publikum, das Beste in Hamburg. Du hast 2010 nicht nur Fliegen geübt und Singen und also das konntest du ja vorher schon, aber das alles zu kombinieren ist ja irre. Ich habe die Show gesehen, als sie in Hamburg lief. Das ist ja irre, was du da getrieben hast. Mhm. Und hast tatsächlich auch, wir müssen jetzt auch mal auf den privaten Alexander Klavs zu sprechen, die Liebe deines, sagen wir mal, erstmal Lebens kennengelernt. Ja, ist so. Die Nadja. Ja. Die ist Schweizerin und das Tolle ist, ihr seid ja seit Januar Eltern. Genau. Ja. Das finde ich immer lustig. Komischerweise gibt es da immer Applaus, wenn man sowas sagt, weil ist das doch eigentlich ganz einfach. Du hast so einen Spannungsbogen gezogen, dass also sie denken, ich da kommt noch was. Ich habe Pause gelassen. Ja. Nee, kommt nichts mehr. Ja, aber daran musst du mich auch noch dran wie gewöhnen. Wie sieht es denn mit deinem Schlafpensum aus? Also Gott sei Dank ist es wirklich kein Schreikind. So. Und es ist wirklich gerade auch jetzt, wenn ich den ganzen Tag probe und Nadja jetzt auch... sich mehr oder weniger tagsüber um ihn kümmern muss, weil ich ja dann in dem Zeitraum nicht da sein kann, dass er das wirklich uns sehr einfach macht, anders kann man das nicht sagen. Also er ist sehr chillig, hat natürlich auch seine Schreiphasen, aber es wäre auch schlimm, wenn er die nicht hätte, ist ja ganz normal. Aber ich bin wirklich overstolz und ich muss mich auch immer, deswegen sage ich es gerade, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass jemand sagt, so, ich bin jetzt Papa oder mein Sohn, das ist so irgendwie, das fühlt sich noch so neu an. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sage. Ja, und es wird auch nie aufhören, weil er wird dein und sein Leben lang dein Sohn bleiben. Ja, und das, wenn man so ein kleines Geschöpf dann tagtäglich sieht und anschaut und von Tag zu Tag denkt man irgendwie, die Liebe kann nicht stärker werden und es wird trotzdem stärker, das ist schon abgefahren. Jetzt klatschen sie erst, wenn ich gucke. Das ist ja fast wie eine Soap heute Abend hier. Gott, das ist ja jetzt aber auch schmalzig gewesen. Wir haben gerade schon gehört, ihr zieht bald nach Hamburg, ihr baut gerade hier ein Haus. Jetzt im Moment seid ihr in Bad Segeberg. Jetzt kann ja Nadja natürlich auch singen, weil ihr ja beide vom Musical kommt. Mhm. Wie ist denn das mit dem Schlaflied? Also kriegt ihr was gesungen von euch zwei? Oder? Ja. Was singt ihr da so? Nee, Take Me Tonight nicht. Ja! Ich sing meinem Sohn Take Me Tonight, oder was? Und dann auch auf Deutsch übersetzt am besten. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nimm mich heute Nacht. Nein, in der Tat, also am Anfang war es von Benny King, Stand By Me. Oh. Und der hat geschrien und ich habe angefangen zu singen und es war still. Und solche Augen und hat einfach nur noch zugehört. Und jetzt mittlerweile von Bobby McFerrin, wie heißt er? Don't Worry, Be Happy. Ja, nee. Und dann wirklich. Können wir da gerade mal reinhören? Wie, hast du es aufgenommen oder? Nein, ich wollte. Der war nicht. Ne? Der war gut, ja. Ach nee, komm, das behalte ich für meinen Sohn. Nein. Alexander singt heute nicht. Alexander singt heute nicht, weil am Ende schlafen sie alle ein und das wäre nur wirklich schade. Nee, versprochen. Wenn ich nächstes Mal nochmal wieder komme, dann mache ich was. Ah, das sind gleich zwei Aussagen. Er kommt wieder und dann singt er, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wunderbar.
Jetzt ist es bald soweit mit dieser Premiere. Ja. Wir haben, glaube ich, kein Thema mehr. Wir haben irgendwie alles angerissen. Wir können ja stundenlang. Achso, nee, das hier müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, weil es auch immer schön ist. Du bist ja auch nicht nur jemand, der viel unterwegs ist, viel arbeitet, viel Familie und so weiter, sondern auch wirklich karitativ Sachen macht. Mhm. Und du kümmerst dich auch um Kinder, denen es nicht so gut geht, die mit Schlaganfall, ja, man muss sagen, schon fast in sehr, sehr jungem Alter bedacht worden sind. Genau. Was machst du da? Ja, wir veranstalten eigentlich, jetzt war schon eine längere Durchstrecke, weil jetzt wirklich so viel auf der Uhr war, dass wir da so ein bisschen nicht wirklich Zeit für hatten, was jetzt dringend aber mal wieder ansteht. Und ich muss aber auch sagen, selbst wenn ich jetzt mal keine Zeit habe, was zu organisieren oder zu planen, dann ist mein offizieller Fanclub da, die dann was machen. Jetzt zum Beispiel sind die da hingefahren, irgendwie haben mit den Kiddies einen Tag verbracht oder haben zum Beispiel mit denen so irgendwie Spielplatz irgendwas gemacht. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie... Ihr nickt, ja, super. Nein, aber was ich erstmal sagen muss, das ist in Friedehorst bei Bremen eine Einrichtung, wo ich, wenn ich beispielsweise irgendwie in Quizshows einen Betrag gewinnen kann, dann geht das natürlich direkt immer an die Deutsche Schlaganfallhilfe. Weil erstmal wissen viele Menschen gar nicht, dass auch Kinder oder auch Säuglinge Schlaganfälle haben können. Und gerade bei Säuglingen ist es sehr dramatisch, weil die können ja noch nicht sprechen, die können keine Töne von sich geben, dass man überhaupt erstmal darauf kommt, dass die einen Schlaganfall haben. Also ich finde, es ist erstmal eine Aufklärungsfunktion wichtig, den Leuten überhaupt erstmal zu sagen, es kann jeden treffen. Es gibt irgendwie klare Symptome, aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es jeden treffen kann irgendwo und auch jede Altersgruppe. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und dann organisiere ich halt einfach oder sorge dafür, dass die sogenannten Schlaganfall-Lotsen, das sind Menschen, die fahren auch zu den Leuten nach Hause, die betreuen in dieser Einrichtung in Friedehorst die Kinder. Und man denkt immer, klar, die Schlaganfallpatienten an sich sind natürlich irgendwo dann auch die, die sehr, sehr leiden oder die den langen Weg vor sich haben. Man vergisst immer so die Angehörigen, weil die brauchen auch Unterstützung oder auch seelischen Beistand, dass sie mit Leuten reden können, dass sie auch plötzlich stehen die vor so einem Haufen, was sie alles zu tun haben und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und dann sind da diese Schlaganfall-Lotsen halt da, um denen dabei zu helfen, wieder auch ins Leben zu finden oder auch als Unterstützung für die Kleinen, sage ich jetzt mal. Und dann vergisst man ja natürlich auch immer, dass irgendwo Charity auch was kostet. Und so ein Lotse, sage ich jetzt mal, verdient dann... Oder es braucht Geld, um hin und her fahren zu können. Und also ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde weiterreden, ja, aber weiß, wichtig ist, dass ich... Ich finde das toll, dass du dann eben halt deinen Namen einsetzt dafür und auch was machst und dich dafür einsetzt. Und ja, das und das ist auch wirklich eine Sache, die liegt mir sehr am Herzen. Also deswegen wollte ich sie auf jeden Fall noch ansprechen. Dankeschön. Also heute haben wir Gäste, mit denen könnten wir Stunden reden. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, weil ja, das ist natürlich ein großes Thema. Aber jetzt muss ich dich zu meiner Prinzessin schicken. Naja gut, ist sagen wir mal so eine halbe Prinzessin. Astrid wartet nämlich schon. Bei mir auf der Bühne war Alexander Klaas. Vielen, vielen Dank. Und er ist ein toller Typ. Danke. Peter, egal ob Prinzessin oder nicht, zumindest bin ich hier wieder das Hühnchen im Korb, nur Männer um mich rum, ich finde das gar nicht so schlecht. Mir ist aufgefallen, ihr seid ja alle Väter, das ist jetzt nicht weit überraschend. Gerd hat 3 Töchter, Moritz in Kürze 2 Töchter, du hast eine. Alexander, du hast einen Sohn, wie hast du das gemacht? So wie er auch, glaube ich. Okay, alles klar, aber mich interessiert tatsächlich jetzt so an die Töchterväter der Faktor Eifersucht. Und da frage ich jetzt als erstes mal, Gerd, du hast ja die größte Erfahrung mit 3 Töchtern. Bist du eifersüchtig gewesen oder bist du eifersüchtig? Ich? Ja. Auf meine 3 Töchter? Nee, ehrlich gesagt eher so auf die ersten Freunde damals oder sowas. Ist das schwierig? Wirklich jetzt? Also die ersten Freunde von der Ältesten, die waren echt schwierig, ja. Aber, nein, aber die waren objektiv schwierig natürlich, ja. Und du warst super. Ich sag allen meinen Töchtern immer, wenn ihr einen habt und möchtet, also denkt, das ist so was für die Ewigkeit vielleicht oder so, fragt mich zumindest mal, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber ich bin ein Mann, ich weiß, wie ein Mann denkt. Hören sie auf dich? Hören wäre jetzt übertrieben, ich würde denen auch nie irgendwas ausreden, aber ich glaube schon, dass sie gerne hören wollen, ob,
also ich auch zumindest einigermaßen damit so einverstanden bin. Und da muss ich sagen, haben die inzwischen einen schon sensationell guten Geschmack entwickelt. Nicht schlecht, das werden Sie hoffentlich sehen. Bernd, ich glaube, deine Tochter pubertiert gerade, kann das sein? Also es ist gerade so die Phase, in der es so sein könnte, dass irgendwann mal ein Freund kommt? Ich wünsche, dass sie alle Freuden der Welt auskostet, aber dabei an Hygiene denkt. Natürlich, das ist schön. Immer schön die Hände waschen. Moritz, deine Tochter ist 2, aber hast du jetzt schon Sonnenhals? Ja, also ihr Freund Max, der ist jetzt 1,5, der muss sich wirklich anschnallen. Spielt er Hockey? Nein. Ich hoffe nicht. Das sind die Schlimmsten. Wie süß. Wir haben viele, wir haben Gespräche darüber geführt, dass man mit Frauen klarkommt oder auch nicht. Aber du bist der Schwiegersohn-Typ, du sowieso die Nummer 1, du kennst dich ebenfalls aus, 3 Töchter und du dachte ich immer, wärst der Frauentyp. Talk Dot ist immer eine Ratgebersendung. Wie kann man Frauen verstehen? Wie verstehst du mich? Schwiegersohn-Typ Alexander, wie versteht man die Frauen? Wie versteht man die Frauen? Erstmal in erster Linie zuhören, glaube ich, wäre schon mal ein erster Schritt. Bernd ist ruhig. Also, du hörst nicht zu, oder was? Boah, was für eine Frage um diese Uhrzeit. Nee, ich finde das schon mal sehr gut. Und Moritz, das ist ganz interessant, du bist vielfach nur mit Frauen unterwegs. Also jetzt kommt die 2. Tochter, dann deine Frau, dann sind da ausschließlich Großmütter und keine Großväter und bist in einer Riesenrunde auch gerne mal der Hahn im Korb. Hat dich das irgendwas gelehrt? Ja, das hat mich vor allem gelernt, ganz, ganz häufig einfach nichts zu sagen. Alles klar, wir haben zuhören, wir haben nichts sagen. Bernd scharrt mit den Hufen und irgendwie schnaubt er. Du bist eine Mischung aus Stier und Pferd. Willst du was sagen? Du musst nicht. Komm, sag's. Was er sagt. Alles klar. Und jetzt als Krönung, Gerd. Sag uns, wie versteht man die Frauen? Was er sagt. Sensationell! Herzlichen Dank, das ist einsame Spitze. Eigentlich haben wir alle Fragen durch. Ich würde nur noch sagen, ich habe um mich herum 4 Menschen stehen, die Moderationserfahrung hat. Wenn jetzt einer von euch 4 an irgendeinen anderen von euch 4 noch eine Frage hat, melde er sich. Wir besprechen das alles nachher, glaube ich. Nochmal bitte. Wir besprechen das dann nachher mal bei einem Bierchen. Das ist schön. Das dürft ihr jetzt schon machen, denn wir kommen zu unserer Schlussnummer. Ich muss mich ein bisschen auf die Kamera zubewegen. Und zwar haben Sie die beste Band der Welt, die 2 Leute von der besten Band der Welt haben sowohl mit Talk Dot viel zu tun, als auch mit dem Cocoon, als auch mit unserem Toningenieur Michael. Der hat sie nämlich aufgenommen, gemixt und gemastert. Michi, stimmt das? Ja, quasi. Oh, das waren 2 Worte, kurze Antwort auf eine gute Frage und auf der Bühne sind sie jetzt endlich. Ich gebe ab zu Peter. Ja, ja, ja. Und ihr werdet sie wieder erkennen, denn für uns die beste, beste Band der Welt, die besteste, ist natürlich das Horse with No Name Orchestra, unsere Hausband. Und jetzt fragt sich der geübte Talk-Dot-Zuseher, warum machen die den Schlussakt, weil sie ihr erstes Album aufgenommen haben, Black Thousand Blue Jeans, yeah, 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 und zwar ist da ein geiler Arsch drauf und ich frage mich natürlich, ist das dein Arsch oder Astrid? Nee, das ist der Arsch von Tomate natürlich. Sehr geil. Ich habe heute bei dir auf Facebook gelesen, du warst Brazilian Waxing machen, das kontrollieren wir gleich nach der Show. Tomate, erzähl uns von eurem Tourleben. Wer fährt, wer trinkt und wer hat die besten Mädels? Ja, da muss ich ausholen eigentlich. Es haben schon diverse Menschen heute Abend gut ausgeholt. Wir sind schon über der Zeit, wir sind schon schlimmer als Wetten, das. Geht's kurz? Sagen wir mal so, also in Sachen Fahren ist Horsey immer ganz vorne dabei. In Sachen Trinken bin ich auch immer ganz gut vorne dabei. Was hast du noch gefragt? Mädels. Mädels? Kenne ich mich nicht mit aus. Horsey kennt sich damit nicht aus und ich sag mal, der Gentleman schweigt und genießt. Schön. Wäre ich deine Prinzessin? Darf ich das kurz fragen?
So, hier, Kamera, komm mal zu mir. Das nimmt ja Formen an heute Abend. Sag mal, man kann euch ja nicht nur beim Talk der offenen Tür erleben, sondern bald auch auf dem Konzert. Wann und wo ist das? Ja, wir spielen am Samstag in Heidelberg und am Montag in unserem Rockabilly-Weekender. Und dann spielen wir aber zum Glück am 6.7. auf der MS Hedi. Das können wir wirklich allen Leuten empfehlen hier. Das ist ein ganz, ganz großes Happening. Also, ja. Und es gibt mehr Termine auf eurer Homepage, aber den 6. Ja. Juli auf der MS Hedi, den würden wir euch sehr nahelegen. Da ist das Horse with No Name Orchestra. Das ist das Album, es gibt es auch als CD und auch zum Runterladen in allen Geschäften, Läden und Shops, wo man halt sowas kaufen kann. Und jetzt wollen wir sie hören. Jetzt wollen wir die Weltfernsehpremiere der besten Band der Welt, das Horse with No Name Orchestra, mit dem Titelsong dieser neuen LP Black Souls in Blue Jeans. Und wir sagen tschüss, tschüss bis zum nächsten Talk Talk. Um die Dramatik zu steigern, damit es auch noch geiler aussieht, bin ich extra 30 cm weiter nach vorne gerückt. Ja. Ich bin total begeistert. Also, weil normalerweise spielt hier immer am Ende irgendwie eine andere Band, aber wir haben die Gunst der Stunde genutzt und wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass uns das Talk.Team ausgewählt hat, heute Abend mal der musikalische Hauptact zu sein. Unfassbar, nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren in der dritten Reihe sozusagen. Der Hase läuft. One, two, three, yeah. Black souls, the blue jeans, the black souls, the blue jeans, the black souls, the blue jeans, the black souls, the blue jeans, black souls, blue jeans, black souls, the blue jeans, black souls, the blue jeans, black souls and blue jeans, blue jeans, black souls, the blue jeans, the black souls and blue jeans. Souls, blue jeans, black souls, blue jeans, black souls, blue jeans, black souls and blue jeans, black souls, blue jeans, black souls, blue jeans, black souls and blue jeans, black souls, blue jeans, black souls, blue jeans, black souls, blue jeans, black souls. Black souls and blue jeans. Black souls and blue jeans. Black souls and blue jeans.